Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Anno DSA zumal aventurische Anekdoten. Ich bin Nico und ich bin heute leider alleine bei uns im Ulysses-Studio. Steff ist heute leider verhindert, aber wir haben natürlich trotzdem einen super spannenden Gast, den ihr wahrscheinlich alle schon lange kennt. Tom Finn ist bei uns. Hallo Tom. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Und heute geht es um eines von Toms Werken, und zwar ein sehr bekanntes Abenteuer, nämlich nichts Geringeres als Über den Greifenpass. Ein DSA 3 Einsteigerabenteuer, das 1997 rausgekommen ist, aus Toms Feder. Und ja, ich habe hier natürlich die, wie es sich für Sammler gehört, gesleevte Ausgabe. Aus dem Fanpro-Archiv, das wir übernommen haben. Noch zu D-Mark-Preisen, ursprünglich mal für 24,80 zu haben. Zwischenzeitlich dann wohl mal für 19,95. Lange vergriffen, aber sehr gut rezensiert, sehr beliebt, sehr viel gespielt. Und heute wollen wir erfahren, was es mit dem Abenteuer auf sich hat und was Tom sich dabei so gedacht hat. Mal gucken. Also, 1997, Tom, wenn ich mich nicht irre, ging da eine große Kampagne dem Ende entgegen, die damals die DSA-Spielerschaft in Atem gehalten hat. Ja, und dann kommt plötzlich ein Abenteuer für Helden der ersten bis dritten Stufe. Ja. Was ist denn da passiert? Ja, tatsächlich war es so, das war eigentlich der Beginn meiner Redaktionsarbeit damals beim Schwarzen Auge. Und faktisch war das so, da kollidierte ja unglaublich viel. Das war irgendwie, Schmidt-Spiele war gerade so ein bisschen den Bach runtergegangen, Uli Kiso war gestorben und wir hatten halt in der Zeit davor, gab es dann natürlich auch Anstrengungen. Klar, wir wollten natürlich die Borbert-Kampagne zu Ende bringen oder die damalige Redaktion wollte die Borbert-Kampagne natürlich auch zu Ende bringen, das möglichst würdig. So, und aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gesagt, ich war nicht Bestandteil der Redaktion, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nur ein einziges offizielles DSA-Abenteuer veröffentlicht, nämlich Rausch der Ewigkeit, grenzenlose Macht, so, genau, das war schon in meiner Publikationsgeschichte durcheinander. So, und das war ursprünglich erst mal als Teil der Borbert-Kampagne gedacht, das ist dann aber in die Nebenlinie geschoben worden. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte, da gab es irgendwie dann plötzlich zweimal das dritte Zeichen. Ja, sozusagen. Genau. Das war, muss man ein andermal wieder drüber sprechen. Das war auch sehr, sehr lustig, was halt, egal. Auf jeden Fall war es so und was halt, dass beim Schwarze Auge sich unglaublich viel natürlich halt getan hat. Alles sehr aufgewühlt war. Egal, es gab eine Redaktionssitzung und da war dann Stelle Hartmann, was halt die Frage sagt, Leute, wir wollen jetzt halt die Kampagne halt hier zu Ende bringen. Wer schreibt sie mit? Weil er wollte sich damals um die Schlacht kümmern, aber es gab halt noch unglaublich viele Dinge, was halt die zusammengeführt werden mussten und so weiter. Und da haben dann tatsächlich die Kollegen eigentlich alle Viere gewissermaßen von sich gestreckt. Zum Teil wahrscheinlich, weil sie auch zu geschockt waren noch vom Tod von Uli. Zum Teil, weil sie es vielleicht aber auch nicht zugetraut haben, jetzt ausgerechnet diesen Teil den noch zusammenzuschrauben. Und da meinte er, okay, Leute, dann rufe ich jetzt Tom an. Wir kannten uns halt schon sehr lange, seit Fanzine-Zeiten, Live-Rollenspielzeiten und so weiter. Und dann erreichte mich zu Hause damals der Anruf und ich nur, yes, aber wie ich das mache. So, und dann hatten wir halt Rausch der Ewigkeiten geschrieben. Und damit war ich dann auch, ich war dann Teil der Redaktion. Ich konnte nicht mehr weggelobt werden sozusagen. So, und das war ja damals eher so ein relativ fester Haufen, auch wie um Uli Kiso herum. Und er hat die Leute halt hier rangezogen. Ich war dann gewissermaßen so der Erste, so in die Redaktion halt hier reinkam. Und da dachte ich, okay, prima, jetzt geht's ab. So, dann kam Van Ömel, also Thomas Römer, gab mir dann den Auftrag, was hat für ein Einsteigerabenteuer. Und ich dachte, what the fuck? Ich habe jetzt gerade mit Hartmann die Borbert-Kampagne zu Ende geschrieben. Grenzenlose Macht sollte ich eigentlich auch gezeigt haben, dass ich mich mit Aventurien gut auskenne. Jetzt soll ich ein Einsteigerabenteuer schreiben? Ist das jetzt euer Ernst? So, und dann dachte ich mir aber, okay, dann schreibe ich ein Einsteigerabenteuer, aber dann schreibe ich das Einsteigerabenteuer. Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
Wir haben mit der Drachenritterbox ja so ein neues Einsteigerprodukt für DSA 5 auf den Weg gebracht. Und natürlich kann man als Autor, möchte man immer gerne die ganz großen Geschichten erzählen. Aber so ein Einsteigerabenteuer zu schreiben, was wirklich Einsteiger dezidiert an das Thema Rollenspiel heranbringt und ich sag mal didaktisch irgendwann auch sinnvoll aufgebaut ist, das ist schon auch eine Kunst. Naja, ich sag mal so, ich habe mir dann natürlich, wie ich das immer mache, ich habe mir dann natürlich angeschaut, was hat es denn in der bis dahin in der Publikationsgeschichte gegeben. So, und wir haben damals ja auch schon so eine gewisse Evolution bei den Abenteuern erlebt, die sind nämlich einfach ausführlicher geworden. Also jeder kann sich quasi mal so die alten DS-Abenteuer anschauen. Das ging ein paar Jahre so, dass unglaublich viel einfach auch der Freiheit des Spielleiters überlassen blieb. Man hat sich da so durchgekämpft, viele Sachen habe ich zwar schon ganz am Anfang gar nicht geschnallt, ich war so ein paar Wald- und Wiederkehren, da habe ich erst nach dem Abenteuer geschnallt, dass die Zahlen, was nicht erwähnt wurde, die Zahlen von den im Wald ohne Wiederkehr, da sind ja welche auf der Karte halt wie drauf. Ja, so, das heißt, ich habe das irgendwie damals gespielt, ah ja, da passieren so Dinge im Wald, aber es gab nicht mal eine Anweisung, sowas halt, ah, dort passiert das und bei der Nummer 2 passiert das. Das ist irgendwie erst später klar. Da fällt mir eine ganz tolle Geschichte ein, eine Anekdote, die ich in dem Format hier unbedingt mal erzählen muss, aber erst, wenn wir über die Verschwörung von Gareth sprechen. Irgendwann eine spätere Folge vielleicht genau. Mal. Erzähl weiter. So, genau, auf jeden Fall so und was hat, okay, dann schreibe ich halt ein Einstiegsabenteuer. Und dann wollte ich aber wirklich so in gewissermaßen was halt wie ein richtig geiles Einstiegsabenteuer schreiben, wo auch erfahrene DSAler Bock haben, das halt mitzuspielen. So, oder wo ich auch einfach als, ich kenne das ja auch, liest manchmal ein Abenteuer und dann gibt es diesen Thrill-Moment, was halt als Spieler, wo du denkst so, wow, ist das geil. Das hätte ich gerne, würde ich gerne selbst als Spieler wie erleben. Das hat irgendwie alles, das ist satt und rund, das Ding, was halt wie, und sowas, damit fange ich jetzt einfach mal an. So, und das sollte die Kriterien erfüllen. Das war so mein erster Ansatz, wirklich Aventurien darzustellen, und zwar in möglichst breiten Aspekten. Und dazu zählt halt nicht nur, dass ich mir erstmal einen Ort suche, was halt, wo das Ganze halt gespielt, sondern auch Aspekte wie, was alles eigentlich für das, für was DSA mir steht. Du hast Magier, du hast Feenreich, du hast Dämonen, du hast Orks, du hast Rätsel und so weiter. So, und das möglichst halt wie Kellergewölbe. Ja, natürlich. Ja, ne? So, und das war dann letzten Endes war erstmal so vom Abenteueransatz her mein Ding. Und dann war da viel natürlich irgendwo, wo ich dachte, okay, was sind die ersten Abenteuer gewesen? Und dann fiel mir also irgendwann natürlich Gratenfest auf, dass es zu dem Zeitpunkt also absolut stiefmütterlich behandelt worden. Es gab damals halt das Wirtshaus zum Schwarzen Kaider, da wusste man, es gibt Gratenfels. So, Groto, Garax, Groto, Greifax, Graf und Gratenfels. Aber ansonsten gab es meiner Erinnerung nach zu dem Zeitpunkt eine Erwähnung, dass du da fette Schwefelquellen halt wie hast. Die Ortschaft trotzdem ziemlich verarmt ist, weil der Graf was halt das ausgepresst hatte und so weiter und so fort. Und ich sag, aber eigentlich ist das doch ganz cool. Legen wir es doch einfach in diese Ecke. Und dann fielen natürlich auch noch viele andere Schlagworte wie das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Ich glaube, Greifenpass als solcher ist auch schon erwähnt worden, was halt irgendwann mal, da lag es auch ziemlich schnell nah, weil ich ein Reiseabenteuer schreiben wollte, aus Gründen, zu denen wir sicherlich gleich noch kommen, das Abenteuer über den Greifenpass wie zu nennen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, es ist theoretisch auch möglich, dass das Titel vorher vorlag, weil das gab es bei DSA halt auch. Was halt, die Geschichten habe ich auch schon öfter gehört, dass die Titel fürs kommende Jahr immer schon alle eingetragen waren und dann musste irgendwas gefunden werden, was zu diesen Titeln passt. Das war aber vor allem zu Schmidt-Spiele-Zeiten noch so. Ja, manchmal lagen sie aber auch rum. Also ich weiß zum Beispiel von Jörg Radatz, was halt wie Sand in Rastulas Hand. Ich glaube, der Titel, der ist echt cool, ne? Weil ich glaube, der ist zweieinhalb sehr unspezifisch. Dauerbier gehandelt worden, so, bis er dann das irgendwie umgesetzt hatte. Also insofern kann ich da nicht mehr meine Hand ins Feuer legen, was hat. Aber ich glaube, über den Greifenpass ist auch möglich, was hat, dass ich vielleicht auch dadurch so ein bisschen inspiriert war, oder dass ich das aus dem Abenteuer entwickelt hatte. Aber das weiß ich momentan nicht. Ja. Und also erstmal für euch zu Hause,
Der Rest unseres Streams wird voller Spoiler sein. Wenn ihr das Abenteuer also noch spielen wollt, dann schaut es euch lieber danach an. Aber ansonsten bleibt dran. Wir müssen aber natürlich so eine Spoilerwarnung geben. Ansonsten kriegen wir von euch immer auf den Deckel. Wenn man das Abenteuer aufschlägt, da fällt einem ja erstmal so ein sehr langer Text ins Auge, der mit so einem grauen Kasten unterlegt ist. Und ja, das gibt es durchs ganze Abenteuer immer wieder. Und darin verbergen sich, oder verbergen tun sie sich eigentlich nicht, da sind Spielleiter-Tipps enthalten, die Einsteiger, Spielleiter und Spielleiterinnen so ein bisschen an die Hand nehmen und Tipps geben, was am Abenteuer schief gehen kann, wie man Probleme umschiffen kann und nochmal ein paar Elemente zurechtrückt, wie funktioniert eigentlich Rollenspiel in einer Spielrunde. Genau. Was für so ein Einsteigerabenteuer auch eine echt schicke Ergänzung ist. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben letztes Mal, also vor 2 Wochen, die DSA 3 Einsteiger, die DSA 3 Einsteigerbox hieß das ja damals nicht, das Abenteuer-Basisspiel uns angeschaut. Und da war gar nicht so richtig viel dazu drin, wenn ich mich recht erinnere. Michelle hatte in ihrem Schwarzen Turm-Abenteuer zwar auch immer wieder Spielleiter-Tipps angegeben, die waren aber nicht besonders hervorgehoben oder so. Ja. In der DSA 2 Box mit Mantelschwert und Zauberstab vom Leben in Aventurien, also dem Heft 2, das da drin war, da gab es schon ein Essay von Uli Kiso auf ein Wort, verehrte Rollenspieler. Und in dem DSA 3 Einsteigerabenteuer in den Höhlen des Seeogers, da hatte Uli Kiso auch schon solche Spielleiter-Tipps untergebracht. Genau. Kam das dann von dir? Wolltest du das in das Abenteuer mit einbringen? War das die Idee der Redaktion? Das war auch eine Überraschung, glaube ich, als ich das dann abgegeben hatte. Zu dem Zeitpunkt 97, da habe ich mittlerweile 13 Jahre Rollenspiel hinter mir gehabt. Ich glaube, 84 habe ich ja begonnen. So, und ich habe in der Zeit mit vielen Autoren, Kollegen, Freunden und so weiter unglaublich viele Gespräche geführt über die Metaebene des Rollenspiels und auch der Dramaturgie. So, und also für mich ist das ja, wie man ja heute weiß, war damals für mich noch nicht so ersichtlich, was halt, ist das ja wie so bei mir so ein roter Faden, was halt bei mir gibt es Geschichten erzählen. So, und tatsächlich ist so, dass es damals auch so Diskussionen gab, warum zum Beispiel manchmal auch Spieler blöde reagieren oder Spielleiter gar nicht so vernünftig darauf zu reagieren wissen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die Rollenspiele ja immer noch relativ neu gewesen sind und eigentlich man ja davon ausgeht, nur das, was in einer im Regelwerk drin ist, ist das, was du brauchst, um dieses Spiel zu machen. So, das Regelwerk sind nur Regeln, das sind Zahlen, ja, Würfelwürfe und dergleichen. Der ganze schauspielerische Aspekt gewissermaßen, das ganze erzählerische ist aber nie wirklich behandelt worden. Das ist immer so ein Ansetzen. Ich glaube, die Box, von der du schreibst, da gibt es nicht nur von Uli ein kleines Essay, ich meine auch von Hatmar, die ja auch so ein bisschen auseinanderging, oder vielleicht verwechsel ich das auch mit dem Elfenbox und was im Dreh, aber ich meine, was halt ich das... Ich glaube, das verwechselst du, ich bin mir bei der Elfenbox nicht mehr sicher, ob es da drin war, ich weiß aber ganz sicher, dass in Götter, Magier und Geweihte, da hatte Thomas ein Essay geschrieben und das sehr, ich sag mal, ein bisschen analytisch, regeltechnisch auseinanderklamüsert und dann hat Hatmar gesagt, nee, also hier, Uli, wenn Thomas da so ein Essay über seine Sicht der Dinge schreiben darf, dann will ich auch über meinen was schreiben. Und Uli selbst hat dann quasi als Mittelweg dann noch einen Aufsatz über bedenkt die Spielbarkeit geschrieben. Genau. Tatsächlich war es bei mir so, ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch schon unglaublich viele Workshops mir gegeben. Und zwar auf von Start damals, dem Vorgänger des Nordcons, der Nordcon selbst. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon ein, zwei Mal was auf dem Radcon und so weiter und so fort. War das hier in der Markthalle, die Veranstaltung, oder in der Fabrik? Du meinst Start? Start war früher im Kurierhaus in Hamburg. Das war tatsächlich noch Ende der 80er, ging das wie los. Und das endete natürlich, was hat mit dem Untergang von Laurin. Die hatten damals ja Mers und die Stormbringer. Ich hatte mich bei Laurin mal zu einem Schulpraktikum als Verlagskaufmann beworben, aber die haben mir nie geantwortet. Da war ich in der 9. Klasse.
ich sag mal so, 93 war die Sache dann auch irgendwie um und was halt, oder zwar 92, da ging es ja leider was halt mit Laurin und was halt mit bergab. Aber tatsächlich waren das so gewissermaßen so die ersten Male. Ich hatte ja Ende der 80er bis Anfang der 90er habe ich ja noch, noch die Schriftrolle mit rausgegeben, zusammen mit meinem Co-Herausgeber Hanke Penning. Das war ein Rollenspiel-Fanzine und mein Hauptsteckenpferd waren halt das Schwarze Auge und Call of Cthulhu. So, und ich habe dann also entweder auch da dann zum Beispiel Abenteuer für Cthulhu geschrieben oder für das Schwarze Auge. Unter anderem auch zum Beispiel ein Stadtabenteuer, ja, also was damals in Havena halt gespielte und Uli hätte das gerne auch so einmal für den schwarzen Boten, wollte ich gerade sagen, für den aventurischen Boten, was halt wir genommen. Aber es war zu lang. So, Rosssterben hieß das. So, und das war zu dem Zeitpunkt, da war ich auch mit ihm schon in Kontakt, weil der ja in Bielefeld, was halt über diese Treppen, was halt ausgelobt hatte. Und da kam damals weniger DSAler, aber vor allen Dingen, was halt alle Aktiven aus der Szene halt wie zusammen. So, und da waren dann also wie die Frankes von Midgard, damals Uwe Körner, D&D, ganz viele Fanzine-Autoren und so weiter und so fort. Und so kam man quasi halt wie ins Gespräch. So, aber egal, das war trotzdem auch die Zeit, was halt, wo dann die Konten losgingen. Und da war es dann so, dass wir dann also zum Beispiel über alle möglichen Themen referierten, Stimmung im Rollenspiel und so weiter und so fort. Und immer wieder kamen Fragen aus dem Publikum, die klar machten, dass ganz viele eigentlich sich nach einer Anleitung sehnten, wie man die Metaebene des Rollenspiels bewältigen kann. Tipps und Tricks und was halt suchten, die über die Regeln hinausgehen. Und ich sag so, da zu dem Zeitpunkt, das war, da blickte ich auf 13 Jahre Rollenspiel halt wieder zurück, ich sag, okay, dann mache ich das doch jetzt. Das ist ein Einstiegsabenteuer. Schreibe ich doch endlich mal ein Kapitel über Dinge, die du wirklich als Spielleiter wissen solltest, um Abenteuer grundsätzlich besser zu handeln. Die Absicht war natürlich auch dahinter, dachte, okay, wenn ich jetzt schon die eierlegende Wollmilchsau schreibe, der Einstiegsabenteuer, dann schreibe ich auch ein Kapitel halt hier rein, was möglichst unvergessen bleibt, wo du auch einen echten Mehrwert quasi halt hier hast. Da sind ja so Tipps drin, wie zum Beispiel, leg dir bitte Namen bereit. Spieler begreifen sofort, was halt, wenn du ins Schwimmen gerätst, und nicht weiß, wie irgendeine Person heißt, wissen sofort, diese Person ist nicht wichtig. Das darf dir nicht passieren. Darauf musst du aber erst mal kommen. So, oder wie gehe ich mit Spielern um, die temperamentvoll sind und so weiter, was bewirke ich damit und so weiter. Das heißt, es gab auf der dramaturgischen Ebene oder auf der Erzählebene unglaublich viel quasi darüber zu erzählen. Ich müsste jetzt tatsächlich selbst mal reingucken, was ich da jetzt eigentlich alles geschrieben hatte, aber ich hatte ganz ehrlich, dieses Kapitel ging mir an einem Tag quasi oder zwei Tagen quasi von der Hand, wo ich aber auch so aufräumte mit so Sachen wie zum Beispiel, darfst du als Spielleiter betrügen beim Würfeln? Ja, selbstverständlich darfst du betrügen. A, kriegt das kein Spieler mit. Und es geht ja auch darum, dass du sollst ja ein wohlwollender Spieler sein. Du musst einfach versuchen, dramaturgisch in dem Moment was halt Dinge zu bewirken. Also so ein hübsches, plakatives Beispiel, was ich gerne nehme, ist zum Beispiel, die Spieler, sagen wir, sind in irgendeiner Arena, Reitri Konjubar kommt und willst einfach demonstrieren, ihn als größten Schwertmeister Aventuriens. Ja, bin ich der bekloppt, das auszuwürfeln. Und dann würfelt er dreimal eine 20, legt sie auf die Fresse und das soll der beste Schwertmeister Aventuriens sein. Geht nicht, ne? Das ist ein absolutes No-Go. So, und das sind Sachen, was halt, das sind ganz viele Dinge, sowas halt eingeflossen. Ich dachte, das ist wichtig, das muss ein Erzähler und was halt die wissen. Das geht über die Regeln quasi halt hinaus. Und das ist des Response nach, also was ich habe selten zu einem Abenteuer derartig viel Feedback bekommen wie über den Greifenpass. Das liegt sicherlich auch daran, dass Einstiegsabenteuer, damit beginnen wirklich unglaublich viele Leute. Im Gegensatz zu Kampagnen und was halt, wo, das ist wie so eine Pyramide, ne? Da arbeitest du dich dann ab und was halt, wenn du schon ein bisschen erfahrener bist und ein paar Jahre gespielt hast. Aber geradezu über den Greifenpass, was halt, habe ich unglaublich viel Post gekriegt, die auch klar machten, dass die Käufer wirklich auch dankbar waren für viele Sachen, was halt die gerade in diesen Metatipps und was hat die dran statt. Und das freut mich bis heute. Das ist auch eine Sache, die ist für unsere Zuschauer zu Hause vielleicht ganz interessant. Ihr seid ja bestimmt alle, ich sag mal, DSA-Freaks.
der Extraklasse und ihr freut euch immer über die großen fetten Kampagnen, wo es um den Metaplot und was nicht alles geht. Aber aus Verlagssicht kann ich ganz deutlich und eindeutig sagen, und Tom kennt das wahrscheinlich aus den früheren Jahren vom Schwarzen Auge, dass Einsteigerabenteuer sich in der Regel viel häufiger verkaufen, weil die von viel mehr Leuten gespielt werden. Mit so einer großen Kampagne fängt man eben nicht an. Da spielt man sich erst mal hin. Und dann ist man damit auch eine ganze Weile beschäftigt. Und natürlich, auch wenn diese großen Kampagnen sehr, sehr wichtig sind für das Schwarze Auge, die lebendige Geschichte und so weiter, sind es doch tatsächlich die Einsteigerabenteuer, die so von der rein numerischen Zahl wahrscheinlich viel häufiger am Spieltisch gespielt werden. Ja, ja. Also, war wahrscheinlich damals genauso. Es hat jetzt nicht so viele explizite Einsteigerabenteuer gegeben. Es gab schon einige, Höhlen des Seeogers, dann dieses Abenteuer, was Hatmar geschrieben hatte, was auch so Dungeon war und so weiter. Das Grabmal von Briglow meinst du, glaube ich. Ja, genau, exakt richtig. Aber tatsächlich ist so, welche Abenteuer tatsächlich wirklich beliebt sind. Und da kam, glaube ich, auch verlagseitig kam man erst so langsam dahinter. Dass sie vergessen, was hat bis Mitte 90er, zwei Jahre vorher, was hat, war das alles noch bei Spitzspiele. Da waren uns Autoren auch nicht wirklich klar, was sich jetzt gut verkauft und was nicht. Und dann kam jetzt auch diese Erfahrungswerte. Und ich will auch nicht ausschließen, was halt das Fanpro damals irgendwie schon klar war. Wir brauchen Einstiegsabenteuer. Bei Fanpro kam das dann ja mit DSA 4, wo sehr explizit getrennt wurde zwischen den Abenteuern mit dem roten Rand. Wo dann die Spielsteinkampagne erschienen ist oder Ein Traum von Macht oder die Trilogie um Pavi rum. Das waren ja explizite Einsteigerabenteuer, während die anderen halt so einen schwarzen Seitenrand hatten, so wie die späten DSA 3 Abenteuer auch. Und da hat man an den Verkaufszahlen das schon ganz deutlich festmachen können. Ja, finde ich interessant auch jetzt im Nachhinein, was halt, ich habe das immer für so ein bisschen komisch gefunden, weil es hätte ja auch passieren können, dass wenn ein Einstiegsabenteuer als leicht und doof oder was halt wie gekennzeichnet wird, dass dann schon keiner mehr drauf zugreift halt irgendwie. Ne? So, während früher, da stand es hinten drauf, 1-3 oder 4-6 oder irgendwas im Dreh und dann musste sich darin halt in irgendeiner Form orientieren. Aber tatsächlich ist so, über den Greifenpass ist ja nun wirklich genau im gleichen Format erschienen wie die anderen Abenteuer auch damals. Und ich habe das gerade eben nochmal in meinem Regal mir angesehen, da unterscheidet sich jetzt nicht viel tatsächlich. Ja. Und das war ja auch damals, was hatten wir so gewollt. Also ich wollte ja auch einen Abenteuer schreiben, gesagt, ja, es ist eigentlich ein Einstiegsabenteuer, aber mein Ansatz war, oder mein Versprechen als Autor, es macht genauso viel Spaß, was wie normal ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mit angezogener Handbremse fahre oder was im Dreh. Nö, im Gegenteil. Es sollte wirklich, was halt auch ganz viele Aspekte von Abenteuern irgendwie darstellen. Ja. Das war der Ansatz damals. Ja. Tatsächlich habe ich aber genau aus dem Grund, also das war auch finanziell begründet, lange Zeit einen Bogen um das Abenteuer gemacht, denn ich habe zu der Zeit noch total selektiv gekauft, nämlich immer nur das, was ich gerade gebraucht habe. Bei uns in der Spielrunde war das so, und ich hatte da meine eine feste Spielrunde, mit der ich mich jedes Wochenende getroffen habe. Und wir sind ab und zu auch auf Cons gegangen, da in den 90ern. Aber die Spielrunden auf Cons waren meistens sehr durchwachsen und sind dann eher unter uns geblieben. Da brauchten wir natürlich gar nicht so viel Material. Und weil ich quasi, ja, ich sag mal, 95% gespielleitert habe, habe ich den ganzen Kram irgendwie bezahlen müssen. Und wir hatten dann wahrscheinlich, die Filiasson hatten wir damals schon hinter uns. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir zu der Zeit vermutlich eine Kampagne gespielt, die ich selbst geschrieben hatte. Und zwar, es gibt ja hier das Abenteuer von Hadmar, der Krieg der Magier. Ja, und da gibt es irgendwie so einen kleinen Kasten, so eine Drittel Seite über ein Artefakt mit dem Titel Der Ring des Satinov. Und über diesen kleinen Drittelseite habe ich dann eine Kampagne geschrieben, über die wir anderthalb Jahre lang gespielt haben. Und danach haben wir dann mit dem Jahr des Greifen weitergemacht. Wir hatten also hochstufige Helden und da waren Abenteuer Stufe 1-3 für uns erstmal nicht interessant. Erst
Als du dann um die Jahrtausendwende Internetforen so ein Ding wurden und ich plötzlich die Internet-Community zu DSA für mich entdeckte, bin ich dann zu vielen Spieletreffen und so weiter gefahren, habe mit vielen anderen Leuten geredet und bin dann über diese vielen positiven Rezensionen zu über dem Greifenpass gestoßen, hab's mir dann bei eBay besorgt. Und hab's dann aber tatsächlich gespielt und ich hab's noch nie selber geleitet. Ach, okay. Aber ich hab's natürlich gelesen. Ein Einstiegsabenteuer hat immer den Makel von ist nicht wichtig. Ja, so, das darf man nicht vergessen. So, und das war natürlich auch so was. Ich habe natürlich auch einige Elemente halt wie drin, die so ein bisschen immer auf das große Ganze halt so ein bisschen halt geschielen, damit man erkennt, was hat es wirklich, was halt in der Welt des schwarzen Auges und auch in den entsprechenden Zeitgeschehen halt wie eingebunden. Ja. Na gut, aber dann lass uns doch mal jetzt tief ins Abenteuer eintauchen. Und als erstes brauchen Abenteuer natürlich irgendwie einen Schurken. Wir brauchen einen Antagonisten für die Helden, damit die was zu tun haben. Jemand, der einen Masterplan verfolgt, der am besten die Welt in einen Abgrund bringt. Ja. Und da haben wir in Über dem Greifenpass mit Jala Sintelfink, zu der haben wir auch ein Porträt mit dabei. Ja. Da haben wir sie. Und sie hat eine Katze auf dem Arm. Wer sich mit den Heldentypen, wie sie damals bei DSA 3 genannt wurden, gut auskennt, kann natürlich jetzt schon vermuten, das ist eine Hexe. Und die hat einen Masterplan. Sie will nämlich mit den Hinterlassenschaften des finsteren Schwarzmagiers Algorthon, der zur Zeit der Magierkriege in der Region gewirkt hat, ein Heer, ein ganzes Heer, eine Armee von bösartigen Chimärenkreaturen erschaffen, um ein Hexenreich zu begründen, über das sie als Königin herrscht. Also. Größenwahnsinnig, wie es sich gehört. Genau, da kann man mal tief stapeln, muss man da nicht. Genau. Da haben wir also unsere Schurken mit einem Masterplan und ich finde es auch immer schön, wenn Elemente aus früheren Abenteuern aufgegriffen werden. Mhm. Und das hast du ja mit der Jala auch getan, indem du auf so einen schon älteren Hexenzirkel zurückgegriffen hast. Das war das eine und ich glaube auch der Algorthon ist wie schon ein paar Mal erwähnt worden, im Krosch auch, dass der Hinterlassenschaften irgendwie hatte. Das heißt, ich habe das damals schon so ein bisschen zusammengepustet und gesagt, okay, alles klar, dann baue ich das mal zusammen. Der eigentliche Grund, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Kern, zielt wahrscheinlich auch gleich deine Frage drauf ab, ist, wie komme ich darauf, eine Hexe ausgerechnet als Gegenspieler halt zu nehmen? Nee, das finde ich eigentlich cool. Also die meisten bösen Schwarzmagier sind immer Männer und eben Zauberer, also Magier. Und dann mal eine Hexe zu nehmen, die eine Frau ist, natürlich dann. Oder genau, einer der Gründe, weil das war ja schon alles abgelutscht. Ich wollte tatsächlich mal was Unverbrauchtes nehmen. Und das hatte auch ganz einfach dramaturgische Gründe. Bei mir wollte ja klar, das ist explizit ein Abenteuer, was du als Erststufler spielen darfst. So, da musst du dir natürlich dann auch ziemlich früh Gedanken machen, wie soll denn der Showdown halt wie aussehen. So, und da ist dann wie so gesagt, okay, ich habe eine Gruppe von 4 bis 5 Leuten ungefähr. Wie kann ich die beschäftigen? Wenn die alle was halt auf eine Person raufdreschen, ob die nun zaubert oder nicht, ist erstmal scheißegal, dann ist die Person, welchen Gegner ich auch immer präsentiere, erstmal weg. Und das Hübsche an den Hexen ist halt, dass sie was halt diesen hübschen Krähenzauber haben. Damit kann sie mit einem Schlag, was halt, obwohl sie als Einzelperson quasi halt wie am Ende dasteht oder fast dasteht, kann sie erstmal was halt wie eine ganze Menge Viechzeugs beschwören, was halt wie, was du irgendwie blind auf die Spieler loslassen kannst und wo die dann auch erstmal vielleicht bis dann auch dann gehindert werden, immer koordiniert zu handeln und so weiter. Das andere ist, sowas Schickes wie den Besen, der zweimal losprügelt, ja, den hat sie natürlich irgendwie auch. So, dann hast du eigentlich auch schon für eine Hexe ihrer Stufe damals, die hat ja gar nicht so viele Astralpunkte, dann wusstest du, okay, 2/3 ist mittlerweile schon ausgegeben, die Spieler sind beschäftigt und das ist auch nicht zu leicht. Ich hatte ja dann noch einen Atlatus quasi an die Seite gestellt, was halt mit der noch richtig kämpfen konnte, damit der Krieger auch was zu tun hat. So, und dann kann sie gleich noch so 1, 2 Zauber wirken, die den Spielern Schwierigkeiten machen. Aber dann kann sie auch wirklich besiegt werden. Und zwar auch nicht so, dass die Figur als leicht übers Handy gilt. Das waren eigentlich die Kerngründe, warum ich mich auch vornehmlich mal für eine Hexe halt entschieden habe. Und ich fand es natürlich auch cool, was halt einfach eine Frau als Bösewicht, das hat damals
auch noch nicht so häufig gegeben in den DSA-Publikationen. Es waren immer Magier. ja, ganz häufig, dass du irgendwas mit Magiern hatten, wie du am Ende hattest. Aber gerade die Hexen, die auch noch so ein typisches DSA-Element sind, weil Hexen gibt es quasi nur bei DSA, das war dann die, wie soll ich sagen, was halt wie. Ich musste sie einfach nehmen. Ja. Ja, mir fallen auch gar nicht so viele weibliche Bösewichte in der Urzeit des schwarzen Auges ein. Ja, ja. Du hast gesagt, Algorton, den gab es da schon. Da hätte ich jetzt gar nicht den Finger drauf packen können, wo der schon erwähnt wurde. Wahrscheinlich im Lexikon, aber das muss ja zu einer ähnlichen Zeit gewesen sein. Nein, es gab eine Kursbeschreibung und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass Stefan Küppers ihn irgendwann mal erwähnt hatte. Stefan hat unglaublich viele Dinge, was halt immer mal wieder was halt eingebaut. Und dass man es fast bemerkt hat, er hat ja auch immer dafür gesorgt, was hat das beispielsweise auch die Insel, die Einstieg in die Hohlwelt, was bietet, mit den Monaden und so weiter. Das ist immer mal wieder so, was halt in aventurischen Texten auftaucht, damit es auch nicht in Vergessenheit gerät. So. Aber nee, Algorton ist nicht von mir ersonnen worden, bin ich ziemlich sicher, da habe ich mich an irgendwelche Texte gehalten, die damals schon zum Kosch veröffentlicht worden Alles sind. Alles klar. Na gut, und das Abenteuer beginnt für die Helden ja quasi in Gratenfels, eigentlich so ein paar Meter vor der Stadt, aber dann kommen sie nach Gratenfels und da hast du natürlich ein Element aus dem Keiler irgendwie aufgenommen mit dem alten Grafen Greifax, der im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler die Helden schon mit seinem Verfolgungswahn malträtiert hat. Und wir haben auch den Stadtplan mal parat von Gratenfels in Schwarz-Weiß aus über den Greifenpass. Und da sieht man überall so Festungen, also zumindest im Nordosten, im Nordwesten, im Südwesten und im Zentrum der Stadt. Das sind diese großen Verteidigungsanlagen, wo der Greifax früher sein Söldnerheer, sein überdimensioniertes Söldnerheer untergebracht hatte, als es ihn noch gab. Zur Zeit von über den Greifenpass ist allerdings schon Eirik Custodias, der Landgraf hier. Ja. Ja. Wir haben aber in den Flusslanden, wo Gratenfels auch beschrieben ist, einen neuen Stadtplan von Gratenfels ersonnen. Oder was heißt ersonnen? Wir haben ihn in Farbe gemacht. Cool. Da haben wir die Stadt, wie wir sie aktuell haben. Ja. Man sieht die Garnisonen auch noch, allerdings stehen die jetzt nicht mehr leer, wobei die eine, die wird von kaiserlichen Truppen bewohnt, das war auch schon im Greifenpass so. In die eine, die leer stand, haben wir jetzt auf jeden Fall den roten Salamander reingepackt, das empfanden wir als passend, weil ja sowieso viele Alchemisten in der Gegend sich rumtreiben wegen den Schwefelquellen. Das kriegt eigentlich mal Geld in die Kommune, das ist ja schön. Genau. Und dieser Greifax, der war so ein paranoider Typ, der eben die Staatskassen oder die Stadtkasse geleert hat, um sehr viele Bewaffnete in seinen Dienst zu stellen und die Stadt monstermäßig zu befestigen. Das hast du auch schon im Greifenpass so beschrieben. Da hast du ja Elemente eigentlich aus dem Keiler, ich sag mal, vertieft, die du in einer anderen Publikation auch noch begründet hast. Bevor wir darauf kommen, habe ich noch das Stadttor von eines der Tore. Ich würde sagen, das müsste das Koscher oder das Angbarer Tor, das Koscher, das Angbarer oder das, wie heißt das andere, Havena oder Honinger Tor, Abilachter Tor. Jedenfalls das, was nach Westen geht. Also richtig schön dick befestigte Stadtmauern. Ja. Und blaue Überwürfe bei den Ehrengardisten. Toll. Stimmt sehr. Wie kommt's? Warum hat der Greifax diese Stadt so ausgebaut? Hast du mir erzählt, das hast du woanders erklärt. Ja, tatsächlich so. Generell waren das erstmal Setzungen. Ich habe ja quasi in meiner DSA-Publikationsgeschichte, ich habe mich immer auf Abenteuer quasi konzentriert. Ich habe ja sehr wenig zur Welt quasi beigetragen, weil als ich eingestiegen bin, die Welt quasi schon fast voll war. Der einzige Ausnahme ist noch Firuns Arten. Der Norden der Welt war damals halt wenig beschrieben. Da gab es noch weiße Flecken.
Und da hatte ich noch ungefähr auch zu dem Zeitpunkt noch mitgewirkt. Aber ansonsten habe ich hier aufgegriffen, was ich aufgreifen konnte. Und das waren alles auch schon gesetzte Dinge. So, ich weiß nicht, ob die jetzt hier da tatsächlich aus dem Wirtshaus im Schwarzen Kreider kommen oder ob das dann irgendwie schon von weiteren Kollegen in irgendeiner Form weiter ausgesponnen wurde. Aber diese irren Stadtbefestigungen und so weiter, das waren alles Sachen, die schon damals zu Gratenfels, was das bekannt waren, die auch erklärt hatten, warum diese Stadt so verarmt ist, weil das alles aufrechtzuerhalten kostet Geld und das bietet diese Stadt eigentlich nicht an Bevölkerung. So viel Kosten, dass man Münzen gießen muss. Ja, jetzt haben wir gerade ein Tonproblem, glaube ich. Ja, ich habe heute das auch nicht vergessen. Tom, ich kann dich nicht mehr richtig gut hören. Jetzt hören? Bist du an dein Mikro gekommen vielleicht? Gar nicht, es leuchtet. Alles gut. Hört ihr mich? Wenn du was sagst vielleicht. Ja, ich sag mal. Ja. Ja, alles da bist klar. Du super. Wieder. Ja, natürlich, komisch. Nee, es waren alles gesetzte Sachen. Ich habe damals einfach aufgegriffen, was ich in Quellenpublikationen dazu gefunden hatte. Was es zu dem Zeitpunkt nicht gab, war eine Stadtkarte. So, und das war dann kommen wir zum ersten Merkmal, wie ich mir nämlich früher Abenteuer ausgesucht hatte. Nämlich tatsächlich gar nicht, weil, ich muss mich jetzt irgendwie an irgendeine Masterlinie oder was hat die halten. Ich habe damals nicht nur DS Abenteuer gekauft, sondern auch noch Publikationen von anderen Rollenspielen. Und was ich immer cool fand, war, wenn geiles Kartenmaterial in den Abenteuern drin war. So, und eine Stadt mal zu beschreiben, klein und fein, so dass ich sagen kann, ich habe meine Stadt und was halt für auch weitere Abenteuer, die ich mir vielleicht selbst ausdenke. Das wollte ich mit Gratenfels halt wie auch liefern. Und so habe ich diesen Stadtplan quasi halt wie gemalt und mir überlegt, okay, was ist bekannt zu Gratenfels, was muss da quasi halt wie rein und die ist dann auch diejenige, die dann damals veröffentlicht wurde, die ist dann noch hübsch gezeichnet worden, die habt ihr natürlich jetzt noch besser hingekriegt, das ist klar. So, aber das war mir auch klar, ich sagte, okay, wenn ich jetzt schon ein Einstiegsabenteuer schreibe, das ist immerhin auch das, also über den Gratenpass ist das Abenteuer, wo du eine Karte von Gratenfels in dir hast. Das ist ja auch wichtig, sagen wir mal, für einen Verlag, wo man sagen kann, das Abenteuer, das spiele ich nicht. Aber da ist die Stadtkarte von Gratenfels halt irgendwie drin, also deswegen muss ich es halt nie haben. Ja. Da hatte ich also auch damit Fanpro einen Gefallen zu tun. Und die Stadtbeschreibung ist nicht lang, ich glaube 4 Seiten oder 3,5 Seiten. Das ist halt, ne? So, wenn ich mich, ich muss jetzt selbst noch mal kurz nachschauen, aber viel mehr ist das ja, glaube ich, gar nicht. Aber das reicht ja aus, was halt, dass du quasi eine Stadt wie Windhall oder was halt die hast, wo du kleine, feine Abenteuer quasi halt spielen kannst und du zumindest weißt, was halt was dort an markanten Örtlichkeiten, was halt hier zu finden ist. Ja. Genau, das war erstmal zur Stadt. Aber tatsächlich, was ich habe es, da kommen wir wahrscheinlich nachher sowieso noch drauf. Ich habe ja quasi, um das zum Umfeld Gratenfels und Gratenfels und all dem, was quasi bekannt ist, habe ich mir damals den Spaß erlaubt, mehrere Abenteuer zu schreiben, die immer wieder und was halt wie um dieses Geschehen und diese Lokation sowas halt die kreisen. Das eine war natürlich, was hat das erste, das war halt über den Greifenpass. Damit hat das quasi halt wie angefangen, ich hoffe, es ja zu lesen. Das, was du meinst, ist eine Geschichte, das war überhaupt meine erste Kurzgeschichte überhaupt, die ich geschrieben habe, nämlich in Gassengeschichten. Und zwar, jetzt gucken so, und zwar, was halt die Kurzgeschichte Greifax Vermächtnis. Da kläre ich, warum Greifax überhaupt so wurde, wie er ist, nämlich wahnsinnig, warum er diese Söldnerheere quasi versucht hat, aus dem Boden zu stampfen. Soll ich das erzählen? Oder, wir haben ja Spoiler schon angekündigt. Tatsächlich haben wir in der Folge 0 Anno DSA zumal damals noch im Stream von den alten Männern reden über alte Spiele. Da hat Markus mich als Gast gehabt, über alte DSA-Abenteuer zu sprechen. Markus wollte über die ersten 10 DSA-1-Abenteuer sprechen. Ja. Und ich habe direkt gesagt, Markus, wir können uns über ein Abenteuer unterhalten, dann ist die Zeit um. Da haben wir über den Keiler gesprochen und da habe ich schon ein bisschen über den alten Grafen erzählt und was aus ihm wurde. Denn der Hintergrund wurde ja nicht nur in seiner Kurzgeschichte, sondern auch in der in dem Zweiteiler um Hafax nochmal aufgegriffen, in die verlorenen Lande, dem vorletzten Teil der Splitterdämmerung. Da kommt er auch nochmal vor und da wird auch erklärt, warum er so wurde, wie er wurde und dass er eigentlich recht hatte. Ja, genau. Tatsächlich ist so, dass er
Das hat, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Erklärung. Ich glaube, damals war auch noch nicht mal redaktionsseitig noch nicht mal sicher, ob der Typ überhaupt noch lebt oder nicht. Man wusste nur, der ist irgendwie im Kosch verschwunden. So, und das Geheimnis ist tatsächlich, dass Greifax oder der Graf von Gratenfels, was hat, dass der halt ein Ort im Koschgebirge entdeckt hat, mit dem ihm ein Blick in die Zukunft möglich war. Der hat also alle Schrecken, die insbesondere Borberat über die Welt gebracht hat, vorausgesehen. Und der ist an diesem Wissen gewissermaßen zerbrochen. Und alles, was er gemacht hat, war, er wollte vorbereitet sein. Das war der Grund, dass er Massen an Söldnerherren, was halt wie aufgestellt hat, die Stadt befestigt hat, und zwar wirklich Schulden gemacht hat, und wie gesagt, daran quasi zerbrochen ist und Münzen gegossen hat er sogar. Ja, also ja, wahrscheinlich, was halt wo. Das ist etwa ein ganz bitterer Recherchefehler. Ich glaube, das wissen wahrscheinlich, wenn du Leute heute fragst, was halt wie werden denn Münzen gemacht, dann wirst du heute noch viele Laien finden, die sagen, naja, du nimmst halt irgendwie so Gold und gießt das in so eine Gussform, schätze ich mal. Dass Münzen geschlagen werden, was halt, das sind auch Sachen, was halt, die sich natürlich erst quasi halt ergeben, wenn du dich ein bisschen mit der Thematik halt beschäftigst. So, aber tatsächlich, das war so gewissermaßen das eine. Dann gab es ja noch irgendwann, klar, irgendwann später, was halt den Rückkehr zum Schwarzen Keiler. Das ist dann nochmal das Abenteuer, wo ich dann aufgegriffen hatte. Das war letzten Endes gerade halten. So. Ganz kurz für euch zu Hause. Das Abenteuer, was Tom da hochhält, das ist ein Anthologieband. Da sind mehrere Kurzabenteuer drin. Und das namensgebende Kurzabenteuer in diesem Anthologieband heißt so wie die Anthologie auch, nämlich Rückkehr zum Schwarzen Keiler. Und das ist von Tom und spielt auch im Keiler. Genau. Und da sind aber noch andere Abenteuer drin. Genau, da wird dann geklärt, was im Keiler eigentlich vor sich ging. So, warum es überhaupt diese merkwürdigen Anlagen unter dem Keiler gegeben hat und so weiter und so fort. Und ja, und dann quasi als Abschluss dann irgendwann nochmal in der Anthologie Verwunschen und Verzaubert. Da gibt es dann noch ein Abenteuer, das ich damals geschrieben hatte, das heißt Marmortränen. Und da werden dann auch hier Figuren aufgegriffen, was halt denen man schon in dem Abenteuer über die Greifenpass begegnen kann. Insbesondere was halt ein Alchemist, nämlich Balthasar. Auf den guten Magister Balthusius kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Ja. genau. Und Marmortränen, das habe ich tatsächlich auch mehrmals geleitet. Denn beim Greifenpass, da habe ich ja nur als Spieler am Spieltisch gesessen. Marmortränen habe ich, ich glaube, mindestens zweimal geleitet. Ja. War auch ein sehr schönes Abenteuer. Aber gleich zurück zu Balthusius. Ja. Irgendwo hatte ich gerade noch eine Frage, um einzuhaken. Ach ja, genau. Gassengeschichten. Weißt du ganz zufällig oder kannst du kurz reingucken, wann kam das raus und wann kam die Mittelreichbox? Stolze Schlösser, dunkle Gassen. Also das hier steht drin, Originalausgabe 2000. Also das heißt, es ist 3 Jahre nach dem Über den Greifenpass erschienen. Okay. Und 2000 deutet dann darauf hin, lass mich kurz gucken, das muss irgendwie anlässlich von 15 Jahren DSA gewesen sein. Kann gut sein, ja. Weil das Jubiläumsband, den hat damals die Britta Herz rausgegeben und hatte damals eine ganze Menge Autoren gefragt und da habe ich mir gedacht, Mensch, schreibe ich doch mal eine Kurzgeschichte, genau, ja. Weißt du noch, wann du Schreie in der Nacht geschrieben hast? Das Gareth-Abenteuer mit Marek? Ja, Gott, als die Box rauskam, das kann es sein, dass es 98 gewesen ist? Also kurz nach dem Greifenpass? Ja, gut möglich. Denn ja, das Greifenpass-Abenteuer ist jedenfalls das dritte mein drittes offizielles DSA-Abenteuer. Und dann habe ich einige kleinere Abenteuer geschrieben, wie Schreie in der Nacht. Dann hatte mich Jörg damals gebeten, ein Maraskan-Abenteuer zu schreiben. Da habe ich jetzt gerade vergessen, wie das hieß. Da war ein schwarzer Splitter drin, ne? Da war schwarzer Splitter, genau, exakt, richtig. Da hatte ich aber tatsächlich auch so eine Vorgabe. Da wollte er mit diesen Echsen-Dingens, Predator-mäßig. Ja, genau, exakt. Also da waren ein paar von den Dingern was halt wie, aber ich habe dann immer so diese Abenteuer zu benutzen und gesagt, alles klar, dann soll das jetzt auch mal wirklich super werden. So, worauf ich gerade hinaus wollte, mit der Frage nach der Mittelreichbox, da war ja die erste richtige Kosch-Beschreibung drin. Ja. Für die Spieler sozusagen. Ja. Und ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass da bei irgendwelchen Geheimnissen von so einer Höhle mit so einem See die Rede war. Entweder
Ach, entweder, ich weiß nicht, wer an dem Band jetzt genau mitgeschrieben hatte. Ich wusste nur, Aber dass du das Gareth-Abenteuer geschrieben hast. ja, genau. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du noch weißt, wann das kam. Nee, aber es muss irgendwie um die gleiche Zeit gewesen Gut, sein. Aber wir haben natürlich vielleicht. auch intern in Kontakt gestanden. Das heißt Ja. also, wenn klar war, oh, da entsteht jetzt gerade die Garetien-Box, sowas halt wie, dass man sagt, okay, Leute, ist das Kosch-Kapitel schon fertig, weil ich schreibe jetzt parallel ein Abenteuer, dann kann ich eventuell Sachen wieder aufgreifen. Ja, Das vielleicht würde mich verwechsle ich das unterstützen. aber auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das da wirklich drin stand oder ob ich das jetzt nur Müsste, also mir vielleicht, ich will ja auch mal noch einbilde. überlegen, wo die Algorithm-Geschichte halt hierher kommt. Es gab natürlich auch mal so Masterdateien, die wir hatten, was hat die von Zeugs, was noch nicht publiziert wurde, Ja. was aber die Kollegen hat sich einfach einfallen lassen. Und dann greift man sowas schon mal auf, weil selbst wenn es in 2 Jahren halt hier rauskommt, dann trotzdem klappt Klar. es dann alles. Ne? Genau. Okay, aber zurück nach Gratenfels, Ja, um wieder aufs natürlich. Abenteuer zurückzukommen. Als ich mir Ja. das Abenteuer nochmal angeguckt habe, da ist mir ein lustiges Detail aufgefallen, Ja. nämlich die Helden kommen nach Gratenfels und finden da nur eine Möglichkeit, um abzusteigen, nämlich die Gaststätte zum wilden Einhorn. Und da bin ich direkt hell, ja nicht hörig, aber hellesig geworden, weil ich dachte, Moment, also so eine Herberge mit Einhorn im Titel, das kenne ich doch noch woanders her. Und tatsächlich hat Uli Kiso in seinem Einsteigerabenteuer in den Höhlen des Seeogers, da Ja. kommen die Helden auch in einer Gaststätte unter, aber nicht in Gratenfels, sondern in Albenhus zum torkelnden Einhorn. Genau. Und was dann hat Florian Dohn-Schauen noch ein Einsteigerabenteuer geschrieben, nämlich Ja. das aus der DSA-4-Basisbox, Erfadors Ja. Fluch. Und das beginnt in der Gaststätte zum Roten Einhorn Genau. in Honingen. Wir haben da also drei Einhörner-Gaststätten. Da habe ich mich gefragt, war das ein Running Gag für die Einsteigerabenteuer, die Nee, tatsächlich, Herberge immer nach also einem Einhorn zu benennen? das ist ja so, ist ja Abenteuerschreiben oder publizieren bei DSA ist ja immer wie ein Staffellauf. So, und tatsächlich war es so, Florian Dohn-Schauen war damals der Lektor für Über den Greifenpass. So, und ich kann dir leider auf die zeitliche Distanz nicht mehr sagen, ob der Name von mir kam oder ob eventuell sogar Florian den eingeführt hat und dann vorausschauen, dass er dann selbst noch ein drittes macht. Also, aber so ist das, wie gesagt, ein Staffellauf. Und jetzt haben wir halt, wie wir gerade festgestellt haben, so ein Bermuda-Dreieck an Einhornkneipen in Mittelaventurien. Das muss Gründe Ja, echt, haben. das finde ich auf jeden Fall ein lustiges Detail. Sowas Ähnliches gibt es in Weiden auch noch. Da gibt es ganz oft die Gaststätte Kaiserstolz und Orkentod. Die gibt es Ja. auch in quasi jeder Stadt, muss ein Franchise sein. Wahrscheinlich was halt. Ja, ganz klar, ja. Aber Nee, gut. aber zum Thema Stadt vielleicht noch, was halt mir war auch wichtig, was halt, dass tatsächlich eine Stadtkomponente in dem Abenteuer mit drin ist. Ganz wichtig, weil wenn ich zum Beispiel jetzt referiere über die Art und Weise, wie man gelungene Abenteuer schreibt, dann bringe ich gerne auch bei Workshops mal so einen Spruch wie angelehnt an Stadt, Land, Fluss, Stadt, Land, Dungeon, weil das letzte ist Stadt, Land, Dungeon quasi die drei Elemente, die ein Abenteuer eigentlich für eine durchschnittliche oder eine größere Gruppe halt interessant machen. Und Stadt, zu den anderen beiden kommen wir ja gleich noch, aber Stadt steht quasi für eine Lokation im Abenteuer, wo alle Spieler mit sozialen Skills und sozialen Fähigkeiten punkten können. Also sei es der Adlige, sei es ein Geweihter, was der auf Bekehrungstour ist oder einen Tempel besuchen Der möchte, der Streuner. Mage, der in eine Bibliothek aufsuchen möchte, der Ort, wo du Dinge kaufen kannst, die du eben nicht auf dem Dorf kriegst und so weiter. So, und da habe ich gedacht, okay, prima, abgesehen von dem prominenten Gratenfels, was ja auch schon 13 Jahre nachdem DSA oder 13, anders, DSA hatte zu dem Zeitpunkt 10 Jahre Publikationsgeschichte quasi, hatte ich schon auf dem Buckel, nee, mehr noch, 84 rausgekommen, 97 noch 12 Punkte, 12 Jahre auf dem Buckel. Und natürlich sollte natürlich Gratenfels als Name auch eingebrannt werden, was hat bei den Spielern. Aber, und jetzt war natürlich die Frage, wie mache ich ein Stadtabenteuer? Und dazu habe ich jetzt noch eine eigene Agenda, weil als damals Havenani rauskam oder damals auch von Midgard, Korinnes zum Beispiel, es waren fast zeitgleich kamen damit die zwei großen Stadtpublikationen auf dem deutschen Markt, da wusste keiner so recht, wie man eigentlich ein Stadtabenteuer spielt. Und das ist echt, das klingt heute
ja, wie soll ich sagen, das hat so wie so strange halt. Aber damals hat es halt nur Überlandabenteuer gegeben mit unglaublich vielen Dungeon-Komponenten. Und plötzlich hast du einen Schauplatz, wo plötzlich die Möglichkeiten, die die Spieler haben, explodieren. Und womit auch viele Spielleiter gar nicht klarkommen. Auch ich habe mich damals also schon früh gefragt, oh mein Gott, wie baut man denn bitte ein Detektivabenteuer innerhalb einer Stadt, so dass es aber noch logisch nachzuvollziehen bleibt, was halt für die Spieler. Und wie schreibst du das, dass der Spielleiter, für den du das Abenteuer quasi schreibst, das nachspielen sollen, auch noch begreift? Also mein allererstes Stadtabenteuer hat zwar schon einen Stammbaum irgendwie gehabt. Das würde heute keine Sau mehr machen, sondern du würdest andere erzählerische Wege halt die beschreiten. Aber das war wirklich so ein Ding, wo ich sagte, oh mein Gott, was bietet eine Stadt? Und das ist auch bis heute, wird das immer noch sehr spartanisch, aber wird es immer noch manchmal sehr dünn, was halt wie aufgegriffen, was in der Stadt wie möglich ist. Und da gab es zwei Abenteuer, von denen ich gelernt habe, die auf ihr beide Weisen großartig sind. Das eine war Gefährliche Träume von Jürgen E. Franke. Das ist damals noch in einer Spielwelt gewesen. Und da ist ein Spieler, oder einer der Spieler, was hat Träume, der wird von irgendeinem Wolf irgendwie angegriffen, wird fertig gemacht, wacht irgendwie auf. Am nächsten Nacht sind es zwei Wölfe und dann drei Wölfe. Und er hat echt nicht körperliche Probleme. So, und Rätselslösung am Ende ist, irgendein Schurke, mit dem die Spieler es mal zu tun hatten, der aber überlebt hat, schickt den Helden zum fiesen Druiden, was halt hinterher, der die mit gefährlichen Träumen, was hat die behelligt. Und das müssen sie aufklären. So, und da war das irre, dass in dem Abenteuer das erste Mal Momente drin waren, wie du kannst zum Tempel gehen, du kannst zum Wahrsager gehen, und solche Sachen, Karten lesen. Fuck, wir haben eine magische Welt, aber selbstverständlich, ich kann versuchen, eine Weissagung zu kriegen, ja, das gibt's sogar als Spielertalent. Das muss man doch bitte, was halt wie auch mal in ein Abenteuer mit aufnehmen, dass das eine Spur ist, die du halt wie kriegen kannst, gerade in einer Großstadt, selbst wenn ich diese Möglichkeit nicht als Spieler halt hier habe. Das war einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Schrei in der Nacht in der Gerätchenbox so geschrieben hatte, wo genau diese Aspekte in Garrett immer auftauchen. Das konnte ich aber natürlich nicht in Gratenfels halt machen. Das ist ja ein Einstiegsabenteuer. Und da habe ich mich dann auf einen Kniff besonnen. Es gab für Warhammer gab es eine sehr berühmte Kampagne. Ich glaube, bis heute was hat ihn noch sehr beliebt, die Enemy Within-Kampagne. Wird Und gerade das neu erste. aufgelegt von Cubicle 7. Ah, okay. Und das erste Abenteuer, da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen, das ist nämlich Shadows über Bögenhafen. Das ist eine Riesenstadt. Und wenn du anguckst, welche Möglichkeiten du als Spieler wie machst, ist eigentlich total spartanisch. Du merkst es aber überhaupt nicht. Und was sie gleich am Anfang machen, ist, das ein Jahrmarkt und da bricht ein Monster irgendwie aus und das führt dich in eine Kanalisation. Und das ist so ein unglaublich cooler Trick. Das hat nichts mit Detektivabenteuer zu tun. Aber du wirst genau in die Stadt, was hat reingeführt. Und gesagt, sowas mache ich bei Gratenfels auch. Die Leute, was hat, haben ein Bestiarium. Und dann bricht, was hat, ein Vieh aus. Die Spieler haben einen ganz einfachen Kampf. Was einfach nicht, aber haben einen Kampf gegen ein cooles Monster. Das schockt auf jeden Fall gerade Einsteiger. Du bist in der Stadt und wirst dann auch noch, was hat, von einem der Stadtgrößen quasi aufgegriffen, was halt belobigt und was halt wie, und hast damit eigentlich dieses komplette Stadtgefühl, ohne dass typischerweise ein Detektivabenteuer wie wäre. Ja. Das war quasi der Ansatz, den ich in Gratenfels dann verfolgt habe und gesagt, das ist Einsteigertraumgehen. Genau, da sind wir auch wieder direkt im Abenteuer, denn auf dem Weg nach Gratenfels begegnen die Helden schon einem Zug von drei Planwagen mit Meister Buras bizarrem Bestiarium. Genau, exakt. Da haben wir es. Da haben sie. Ja, genau. Und da haben wir, ja genau, ganz vorne sitzt so ein Zwerg mit Augenklappe, dahinter Ja. ein Torvaler, der auch sehr nah an dem Torvaler aus der DSA 2 und DSA 3 Abenteuer-Basisspielbox illustriert ist. Ja. Und ganz hinten noch eine Streunerin. So, und da in diesen Planwagen sind nämlich Monster drin, ein Riesenhirschkäfer, ein Höhlenbär. Und ein Tatzelwurm, ein echter Tatzelwurm. Und auf dem Jahrmarkt, den Tom eben schon erwähnt hat, da werden diese Monster nämlich als Bestiarium, so quasi wie so ein Kuriositätenkabinett, ausgestellt und
können und entkommen da nicht aus eigener Kraft wirklich, sondern weil die Schurken natürlich dahinter stecken, um für Ablenkung in der Stadt zu sorgen. Und jetzt kommt eine Frage für euch zu Hause. Ich hatte Tom schon angekündigt, dass ich eine Frage für ihn habe, auf die ich unglaublich neugierig bin. Also, diese drei Schergen, die dienen natürlich der Jala Sintelfink, die ihre eigene Agenda verfolgt in dem Abenteuer. Also auch mit diesem Bestiarium will sie halt für Ablenkung sorgen, weil sie ein Artefakt aus der Stadt stehlen will. Und dann wird dieser Hintergrund für diese drei Schurken auch erklärt. Die gehörten nämlich zu einer Räuberbande. Die hatten einen Räuberhauptmann und die Jala Sintelfink hat sozusagen die ans Messer geliefert und dann die drei Schergen befreit und den Hauptmann, den Räuberhauptmann hat sie halt über die Klinge springen lassen. So, und jetzt kommt's. Dieser Räuberhauptmann, der hörte auf den Namen Boro Greiber. Mhm. Und bei dem Nachnamen Greiber und Tom Finn wäre ich natürlich sofort hellhörig. Ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht. Denn Tom hat in seinem ersten großen Roman, das Greifenopfer, da heißt sein Protagonist Greif wie ein Greiber. Und da habe ich natürlich gedacht, was ist das hier eine von Toms Secret Agendas, dass die vielleicht Brüder sind oder so. Und Greif wie ein wurde vielleicht nur Fexgeweihter, um für seinen Bruder Buße zu tun oder sowas. Steckt da was dahinter oder ist das Zufall? Nein, tatsächlich kein Zufall ist es natürlich nicht, aber da steckt auch nichts hinter. Tatsächlich der Grund dahinter war, Greiber war zu, es gibt irgendwo eine Publikation, in der relativ bekannte Nachnamen im Mittelreich publiziert worden sind. Und da habe ich gesagt, da bediene ich mich jetzt einfach mal draus, weil wenn es hier sowas wie Müller, Meier, Schulz und das halt bei uns gibt, was halt, wird Greiber und was halt auch ein typischer Nachname sein. Aber wenn es ein typischer Nachname ist, dann musst du ihn noch häufiger mal verwenden, sodass er dann noch häufiger auftaucht. So, und dann darf auch im Prinzip deine Heldenfigur aus irgendeinem Vertreter der Familie Greiber sowas halt stammen. So, und einfach um Spieler zu ermutigen, zu sagen, okay, ich kann also wirklich die Informationen, die ich in den Publikationen finde, was halt auch ernst nehmen und ich kann mich auch darin halt orientieren und genau das habe ich eigentlich auch gemacht. Und Greiber ist so ein hübscher, fluffiger Nachname, was halt, das passt zu jedem Namen, was halt wie passt. Also, ich habe direkt eine Verschwörungstheorie vermutet. Ja, ja. Ist ja auch nicht verkehrt, weil im Zweifel genauso ist ja in langen Jahren Publikationsgeschichte gelaufen. Es sind immer mal wieder Dinge, was halt aufgetreten und dann hat man sie entweder kanonisiert, weil sie damals halt wie noch nicht wirklich in das moderne DSA wie passten, oder man hat wirklich was draus gemacht. Und wir haben ja gerade den Fall mit den drei Einhornkneipen. Jetzt wurde mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich gesagt habe, ja, und daraus müsste man jetzt was machen. Das hat auch seine Gründe. Ja. Genau. Naja, okay, gut. Dann sind Boro und Greifwien nicht verwandt, aber die Helden sind in Greifenfurt und sie können einen der Ehrengardisten des Landgrafen vor dem nahezu sicheren Tod bewahren, indem sie ihn vor einer Schlange beschützen. Und ich habe übrigens einen Fexgeweihten gespielt in dem Abenteuer. Und zwar aus Almada, der kam aus Punin. Und in Punin, da gibt es ja so einen Brauch am Basiliskentag, das Schlangenstechen. Fexgeweihter hat als Kind in Punin, wurde er nämlich von einer Schlange gebissen dabei, als er mit den Schlangen halt gespielt hat, hat Angst vor Schlangen gehabt. Ja, und ich habe mich nicht getraut, diesem armen Gardisten zu helfen. Ja. Ich konnte also diese Heldentat nicht begehen und war dann froh, dass meine Mitspieler das für mich mit übernommen hatten. Ich muss dazu auch sagen, wir haben es, wie gesagt, in den 2000ern erst gespielt. Wir haben das damals dann schon nach DSA 4 gespielt. Ja. Mich hat meine Angst vor Schlangen auf jeden Fall davor bewahrt, ein Held zu werden. Ist auch Erstschufler. Also. Aber man wird ja dann zu dem Magister Balthusius, der zukünftige Schwiegervater von diesem Gardisten ist, zum Essen eingeladen, lernt dann den Magister kennen und auch
die Schurken, die sich nämlich inkognito ebenfalls beim Abendessen befindet, ja, und versucht von dem Magister ja, Sachen herauszubekommen und ich glaube ein Buch zu klauen oder so. Da kann man also der Schurken des Abenteuers schon mal vorab begegnen, was ja auch ein wichtiger, ich sag mal, Kniff ist. Ist ja oft langweilig, wenn du den Schurken des Abenteuers im Finale das erste Mal triffst. Ja, das war diese eine alte erzählerische Regel, und das heißt, du willst nicht, dass der Mörder am Ende der Postbote oder so wie war, sondern natürlich möchtest du dem vorher schon mal begegnet sein. Das war auch der, genau, Grund, da ist auch eine extra Passage drin, wie man sie möglichst eklig und was halt wie darstellt. Das heißt, jeder Held wird einmal so nach Strich und Faden beleidigt von ihr, dass jeder schon so Brass auf diese Kuh und was halt wie hat. Und das macht ja auch macht viel zur Motivation des Abenteuers aus, wenn du dann herausfindest, mein Gott, diese dumme Kuh, was hat die und die Schurkentaten, was hat begangen und wir müssen sie finden, ist die Motivation eine ganz viel größer, andere. Viel größer. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Merkt man als Spieler natürlich in dem Moment noch nicht so richtig, worauf es hinausläuft. Aber sobald die Revelation dann kommt, was dahinter steckt, da ist natürlich der Moment, oh, okay, wir können ihr richtig eins überbraten und damit davonkommen. Ja. Exakt. So, und den Magister Balthusius, den kann man hier kennenlernen und da kommt eben auch nochmal ein Marmortränen vor, wo er der direkte Auftraggeber ist. Hier werdet ihr gleich noch erfahren, was mit ihm im Abenteuer passiert. Auf jeden Fall dann können die Helden nach Hause gehen und dann kommt nämlich der Ausbruch der Bestien, wenn die Schurken ihren Plan umsetzen und die Tiere in der Stadt frei herumlaufen lassen und die Ehrengarde ist natürlich, die sind alle schon am Schlafen, weil das nachts ist und ist natürlich damit überfordert. Und die Helden können dann eingreifen und der Höhlenbär wird irgendwie von den Gardisten in Schach gehalten und die Spielleiterin kann dann entscheiden, gibt es den Schröter oder gibt es den Tatzelwurm. Unser Spielleiter hat sich damals für den Tatzelwurm entschieden und ich habe eben schon mal gesagt, wir haben es nach DSA 4 Regeln gespielt. Da ist ein Tatzelwurm ganz schön heftig für so erststufige Helden und wir hatten eben auch kein richtiges Kämpferschwergewicht in der Gruppe mit dabei. Ja. Ich weiß noch, wir hatten einen Anti-Magier dabei, die ja bei DSA 4 immer schon sehr nützlich waren. Ja, also nicht. Und wir hatten einen Mein-Fex-Geweihten. Ich glaube, wir hatten noch einen Stadtgardisten dabei. Der hat immerhin noch ein Schild dabei gehabt und konnte dann die Angriffe des Tatzelwurms zumindest abwehren. Aber der Tatzelwurm war natürlich schon echt eine Packung für uns. Und ich kannte natürlich die Kampfwerte vom Tatzelwurm auch. Wir waren ja jetzt alles keine Einsteiger-Spieler, sondern haben nur Einsteiger-Helden mal gespielt. Und da war ganz schön so, oh Mann, das ist jetzt aber heftig. Aber das erinnert mich dann auch daran, an den Workshop. Falls ihr das nicht wisst, auf dem Nordcon in Hamburg, der immer im Sommer normalerweise stattfindet, da ist Tom regelmäßig zu Gast und ich glaube auch in fast jedem Jahr mit einem Workshop zum Thema Spielleitung, Rollenspiele und sowas dabei. Und ich weiß noch genau, auf einem Workshop, das muss so in der irgendwo zwischen 2012 und 2017 gewesen sein, glaube ich. Da hast du einen Workshop gegeben über, wenn du ein Abenteuer, also wenn du die Helden oder generell zur Abenteuerstruktur, und da hast du gesagt, man sollte den Helden möglichst am Anfang des Abenteuers einmal die Möglichkeit geben, so alles auszupacken, was sie so an Möglichkeiten haben. So ein Kampf, den sie auf jeden Fall rocken können, den sie gewinnen können, damit sie sich einmal geil fühlen können. Dann geht das Abenteuer los und sie kriegen ordentlich in die Fresse, bis sie dann im Finale halt den Schurken endlich besiegen können und dann wieder Oberwasser haben. Und da, also mit den DSA 3 Werten vom Tatzelwurm, ist das auch, glaube ich, genau so ein Ding, wie du dir das damals dann so vorgestellt hast, oder? Ja, das war natürlich so, gerade als Anfänger musst du natürlich auch einen Aspekt, was halt berücksichtigen, nämlich das Kampfsystem zu lernen. Also im Zweifel hast du dort das allererste Mal Spieler wirklich am Spieltisch halt besitzen. So, und bis dahin war ja nur Laberababer in dem Abenteuer. Das heißt, jetzt musst du es mal zur Sache gehen, damit du dann einen Kampf hast, damit dann die Leute sagen können, ah, geil, jetzt endlich mal. So, wie funktioniert ein Attackewurf und wie funktioniert eine Parade und so weiter. Und zu den beliebteren Spielfiguren auch damaliger Tage zählten Elfen. Und der Tatzelwurm war jetzt einer von den Viechern, die durch den Gestank und was halt wie Elfen echte Schwierigkeiten bereiteten. Also ich glaube, die haben Aufschläge von 4 Punkten auf Attack und Parade damals gehabt, wie ich das doch so grob überreiße.
wie das jetzt bei DSA späterer Couleur dann irgendwie geregelt war, welche Fähigkeiten die und Skills die dann noch hatten, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber das fand ich schon, wie gesagt, es war Abenteuer 1 bis 3, also kannst du entweder kriegst du dann den Riesenhirschkäfer, den ich immer super cool fand, fand ich eins der geilsten Monster, genauso im Tatzelwurm, die tauchten zu dem Zeitpunkt immer nur sehr, sehr sporadisch auf. Also habe ich sie beide ins Bestiarium reingepackt, damit der Spieler sich dann irgendwie was Hübsches aussuchen kann, weil klar, den öden Bären, den darf die Stadt gar nicht, was halt wie bekämpft. Das ist ja auch eher ein Tier als ein Monster. Ja, natürlich. Was halt, aber ansonsten darf man nicht unterschätzen, die sind auch echt gefährlich, die Viecher. Aber das coole Zeug, also Tatzelwurm und Riesenschröte und was halt, ist natürlich für die Helden bestimmt. Ist ja klar. Ne? So, aber das war natürlich auch unter der Devise, lernen das Kampfsystem so ein bisschen halt kennen. Mhm. Dazu wird es später auch noch Sachen geben, aber und dann rechnest du ja irgendwie aus, wenn du so ein Abenteuer schreibst, bis wohin kommt eine Spielgruppe ungefähr in einem Abend. Und das war ungefähr dieser Knalleffekt, was halt war, ungefähr in einem Abend irgendwie zu meistern. Und dann ist es sehr cool, wenn du dann am ersten Abend noch mal eine fette Schlacht und was halt wie drin hast, dann sind alle total geil drauf, und was halt wie auch beim nächsten Mal weiterzuspielen. Und heiß drauf weiterzumachen, genau. Ja. Ja. Und wie gesagt, du erinnerst dich bis heute dran, also zu meinem Ziel erreicht. Und ja, wie gesagt, bei mir, es ist, ich wie gesagt, es müsste die zweite Hälfte der 2000er gewesen sein, als ich das gespielt habe. Also schon eine ganze Weile her. So, und dann werden die Helden natürlich gefeiert, aber nachts haben die Schurken das Chaos in der Stadt genutzt, um in der Asservatenkammer der Garnison ein altes Artefakt von Algorthon zu stehlen. Und nicht nur das, Diala Sintelfing hat auch noch Magister Balthusius entführt. Am nächsten Morgen, wenn die Helden also nach der Siegesfeier mit dickem Schädel aufwachen, werden sie zum Landgrafen gerufen und damit beauftragt, die Missetäter irgendwie aufzuspüren, und natürlich wollen sie dann auch den netten Magister irgendwie wieder befreien, haben natürlich auch eine persönliche Motivation, weil sie den netten Mann ja schon kennengelernt haben und der war echt ein guter. Also geht's am nächsten Tag dann schon direkt los, auf der Spur der Schurken. Da kann man kurz recherchieren, in welche Richtung sie geflohen sind, und können sich dann auf den Weg machen Richtung Kosch Berge. Und dabei kommen sie natürlich in wenigen Meilen Entfernung von der Stadt direkt an einer der ikonischsten Gaststätten Aventuriens vorbei, dem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Finde ich immer sehr schön. Ich baue das Gasthaus auch immer, wenn ich in der Region was meistere, baue ich es immer ein. Finde ich immer eine sehr schöne Geschichte, dahin zurückzukehren. Und dann kommen wir in die Koschberge, in das Land, auch wo viele Zwerge dann leben. Und ich habe hier für euch mal eine Illu aus den Flusslanden zu den Koschbergen, die ich super toll finde. Super malerisch. Wenn ich mich nicht irre, ist die von Axel. Aber ich lehne mich mal nicht auf dem Fenster. Wenn Nadine im Chat mit dabei ist, kann sie das ja bestätigen oder dementieren. Auf jeden Fall kommen die Helden dann zur Ruine Koschwacht, wo eine Zollstation ist und sie erste Ermittlungen anstellen können. Da lebt nämlich eine Magierin, die auch mit Balthusius befreundet ist, nämlich die Domaris von Atal. Die bewohnte einen alten Magierturm, in dem auch Algorthon mal gehaust haben soll, im Schwarzen Turm. Und wenn die Helden da sind, geschieht offensichtlich gerade ein Unglück. Und dann können sie gucken, was da passiert ist. Denn die Jala Sintelfink ist nämlich auch da gewesen und hat einen Hexenfluch der Magierin an den Hals gewünscht, nämlich so ein Pech, von Pech verfolgt sein. Und sie hat natürlich gleich einen magischen Patzer gehabt bei einer Dämonenbeschwörung, was natürlich genau der Patzer ist, den man sich als Magier wünscht. Genau. Und seitdem geht in dem Turm nichts mehr, wie es sollte. Da gibt es dann so eine regelrechte der Zauberlehrling-Atmosphäre, weil alles herumtanzt auf der Nase der Helden, wenn sie da reingehen. Jo. Genau, da haben wir den Magierturm mit einer Karte. Da fliegen nämlich irgendwie Besteck und Teller durch die Gegend und Mindergeister haben sich manifestiert und machen komische Sachen. Und es gibt belebte Gegenstände und letztendlich können die Helden sich dann bis nach oben zum Beschwörungsraum durchschlagen, wo sie die Magierin finden.
die von einem Dämon irgendwie ausgesaugt wird. Der entzieht ihr irgendwie die Lebenskraft. Und wie gesagt, wir haben das ja nach DSA 4-Regeln gespielt und ja, ich hatte einen Geweihten, also den Dämon, oh, bei den Zwölfen. Ich habe gedacht, oh Mann, wir können doch jetzt nicht gegen einen Dämon kämpfen. Wir sind Erststufler. Was ist denn das jetzt? Hab mir direkt den Stadtgardisten geschnappt und hab mit meinem Sternstaub seine Waffe geweiht, damit wir überhaupt den Hauch einer Chance haben. Aber ich glaube, unser Spielleiter hat das damals dann sehr, also by the book gemacht, denn das war kein Dämon mit wirklichen Kampfwerten für DSA 4. Hätten wir da echt alt ausgesehen. Kannst du nicht erst was anbieten? Also das war tatsächlich eher so ein Abklatsch von Dämon quasi. Der ist, glaube ich, auch freigekommen. Der ist auch nicht von der Yara Sintelfink, was hat beschworen worden, sondern tatsächlich so... Von der Domaris selbst. Der sollte eine Botschaft überbringen. Genau. Ja. Denn, ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das später gesetzt wurde oder ob das hier schon gesetzt war, dieser Turm ist ja sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist ja, ich glaube, von 6 oder 7, 6 Türmen, glaube ich, was hat die da irgendwo dagegen? Das elementare rumsteht. Hexagramm. Ja, genau, exakt. So, und tatsächlich so, was halt das auch die Domades, was halt wie, ist die Spielfigur von einer alten Mitspielerin aus urlanger Zeit, mit der ich Live-Rollenspiele gemacht hatte, die hatte damals die Domaris halt wie gespielt. Das war Anfang der 90er noch, Beate Ratzen. So, und seit der Zeit gab es auch diesen Turm. Und der ist, glaube ich, auch von Stefan Küppers, was halt immer wieder erwähnt worden, was halt, also er hat sich wirklich um sehr viel Kontinuität, was halt wie damals bemüht, was halt wie, und ich wusste also, dieser, genau wie der schwarze Keiler, der Turm steht auf dem Weg, also muss der Turm auch erwähnt werden. Und das war aber hier natürlich vor allen Dingen mal so eine Gelegenheit, tatsächlich, wie du schon sagtest, so ein bisschen Atmosphäre von Zauberlehrlingen, was halt wie rüberzubringen. Es musste halt immer alles auch für Erststufler und was halt gewissermaßen machbar sein. Also das sind eher skurrile, in dem Turm eher skurrile Begegnungen, die du halt hier hast, mit kleineren Schwierigkeiten. Und wie du schon selbst festgestellt hast, auch mit diesem Dämon wirst du nachher fertig. Das ist also wirklich so niederste Etage, die da in den Niederhöhlen überhaupt rumläuft. Ja, ich hatte da Schlimmes erwartet. Mhm. Und als wir dann mit dem relativ einfach fertig wurden, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich so viel Karma-Energie dafür rausgeballert habe. Ja, schon Mist auch. Aber da stand mir eben tatsächlich eher meine Erfahrung als Spieler und Spielleiter im Weg, so ein bisschen. Ja. Ne? Wenn du da unvoreingenommener rangehst, ich hätte mich natürlich einfach vertrauensvoll in die Spielleiterarme meines Vertrauens werfen können. Ja, natürlich, klar. Naja, aber also eher eine lustige Passage und man bekommt dann natürlich ein paar mehr Infos, kann dann weiterziehen, den Greifenpass entlang und kommt dann schließlich nach Dunkelhain, also da wird man hingeschickt von der Domaris, zu einer Hexe, die einem weiterhelfen kann. Dass sie eine Hexe ist, erfahren die Spieler oder die Helden nicht so direkt, aber kriegen das relativ schnell heraus, wenn sie in Dunkelhain nach ihr fragen. Die ist nämlich gar nicht wirklich beliebt bei den Einwohnern. Und wenn sie die dann aufsuchen, dann finden sie auch heraus, dass die auch verflucht wurde und dem Tode nahe ist. Und sie haben den Glück, dass sie herausfinden können, mit Hilfe des vertrauten Tiers oder weil sie selber super clever sind, dass sie Feenwasser brauchen, um diesen Fluch aufzuheben. Und dafür müssen sie einen Abstecher in eine Feenglobule in die Anderswelt machen. Finde ich sehr schön, dass du dieses märchenhafte Element damit in das Abenteuer reingebracht hast, um nochmal eine andere, also wir haben ja, ich sag mal, 3 Stufen der Konfrontation mit magischen Sachen in diesem Abenteuer. Einmal eben diese Zauberlehrling-Geschichte bei der Domaris, dann haben wir die Feenwelt und später eben noch das Finale. Da kommen wir gleich noch zu. Aber hier halt die Feenwelt, wo man so ein bisschen Rätsel raten muss, was dieses Bild mit dem Einhorn bedeutet. Und man kommt da an eine Quelle, wo man eben dieses Feenwasser aufsammeln kann. Und da sind ganz viele Kröten unterwegs. Und da denkt man sich natürlich, was machen diese ganzen Kröten hier? Aber kaum geht einer der Helden zum Wasser und holt was, um die arme Hexe Yana zu retten. Zack, wird er von dem Einhorn auch in eine Kröte verwandelt.
Und wir haben um diesen Stein, auf dem dieses Bilderrätsel mit dem Einhorn versteckt ist, so lange drum herum gerätselt. Und ich glaube, am Ende war nur noch einer von uns keine Kröte. Und musste alle anderen dann wieder aus der Feenwelt zurückholen. Ich glaube, da hat unser Spielleiter auch sehr viel Gnade walten lassen. Tatsächlich, dieses Element kam rein, es musste noch weiter einen Informationspunkt quasi halt gegeben für das Abenteuer. Ja. Aber es war auch so, dass halt, wie gesagt, jetzt kommt noch mal ein weiteres Element, nämlich den Feenaspekt oder Feenreichsaspekt, der ja auch so typisch für DSA ist. Den wollte ich natürlich in einem Stiegsabenteuer auch irgendwas halt mit drin haben. So, und so kam es letztlich dazu, aber es nicht umsonst steht auch bei dieser Passage, weil man ja nie genau weiß, was die Spieler so machen, dass aus Rohal diese Eule von der Hexe mitnehmen, damit der Spielleiter auch eine Meisterfigur hat, was hat, um gegebenenfalls einen Tipp irgendwie geben zu können. Ja? Ja. So, das ist so. Das sind Tipps, die man im Zweifel beherzigen sollte. Es ist nie verkehrt, als Spielleiter irgendwo eine Figur bei den Spielern zu haben, um auch in Rolle quasi was halt mit den Spielern in irgendeiner Form reden zu können. Aber nein, als ich das damals Test gespielt hatte, die Szene hat den Leuten auch viel Spaß gemacht. Wir sind mit zwei Verwandlungen rausgekommen. Genau. Wenn man das tatsächlich geschafft hat und Diana dann mit dem Feenwasser heilen kann von ihrem Fluch, dann kann sie einem letztendlich erklären, wo die Schurkin des Abenteuers zu finden ist. Und dann kriegen die Helden sogar mit dem vertrauten Tier noch so eine Art Wegweiser an die Hand und haben noch zwei Tagesreisen vor sich, können also sogar noch regenerieren, damit sie voll gestärkt wieder in den Endkampf gehen können. Und dann kommen sie schließlich zu der alten Bergfeste, wo die Sintelfink sich versteckt hat. Auch ein altes Refugium von Algorton, nämlich eine Burg, eine kleine Burg, die auf so einer Felsnadel steht, die quasi uneinnehmbar ist und nur mit so einem Korb zu erreichen ist. Da habe ich mich ja direkt an die Eyrie aus Game of Thrones, so die Hohen erinnert, gefühlt. Ja. Und um der Sache noch einen draufzusetzen, ist auch noch ein Orklager am Fuß der Felsnadel. Und man kommt da also gar nicht so richtig ran. Aber da gibt es einen gefangenen Kobold. Und wenn die Orks sich nachts besaufen, können die Helden das Orklager infiltrieren, von dem Kobold in Erfahrung bringen, dass in der Felsnadel noch eine alte Mine ist, durch die sie tatsächlich die Festung infiltrieren können. Genau. Also da ist kein großer Kampf, keine große Schlacht mit den Orks. Es hat seine Tücken, was hat. Ich hatte damals als ich das zweite Mal das Abenteuer gespielt hatte, hatte ich eine Rondra-Geweihte, eine sehr gute Freundin von mir, die damals aber nicht damit klarkam, nicht wirklich eine Erststuflerin. Rondra Willis! Ja, das war die Spielerin, sowas hat die Eiler von Schattengrund gespielt hat und so. Und die war, ist immer gewohnt, auch durch viele Blabs und so weiter, dass sie halt Eiler von Schattengrund ist. Und dann gehe ich dahin und da sieht sie 30 Orks und was halt die. Und sie, wir müssen die Orks fertig machen. Ja, bist du denn vollkommen bescheuert? Das sind 30 Orks. Das ist egal, man geht hin und dann sagt, okay, mach mal eine Mutprobe. Und die verkackt sie. Nee, du gehst da nicht hin. Du läufst. So, dann kamen diese 30 Orks auf sie zu. Oh, das fand sie nicht so besonders toll, was halt irgendwie, weil er sagt, hallo, du bist eine Erststuflerin. Ist völlig egal, was du gelernt hast. Und was halt irgendwie, dein Mut hat jetzt versagt. Ne? Heute wird man eher sagen, okay, ich mache jetzt ein Feature halt mit raus. Also, aber es war eigentlich als Szene, wo man sagt, okay, Leute, hier ist gerade kein Kampf angesagt. Das hatten wir jetzt ein paar Versionen gehabt. Jetzt ist Tricksereien. Ihr müsst euch anschleichen. Ihr müsst gucken, was halt, dass ihr gegen eine Übermacht, was halt besteht und so weiter. Das ist für Anfänger schon sehr herausfordernd. Also nicht nur für Anfänger, aber das zu schnallen. Das heißt, also das ist eine der ersten Hürden, finde ich heute immer noch, was halt für dieses Abenteuer, auch für den Spielleiter, dass er das in den Griff kriegt, weil Spieler neigen dazu, hoffnungslos sich zu überschätzen und dann zu sagen, okay, alles klar, ich nehme es mit 30 Orks auf, bloß viele Jäger sind des Hasen tot, das ist dem Tatzelwurm genauso in der Stadt ergangen. So. Und also das ist so, aber hier sollte ein bisschen tricksen und sowas halt wie ins. Also wir hatten damals keinerlei Ambitionen, uns mit den Orks anzulegen. Wir haben ja auch, es war so eine leichtgewichtige Gruppe
Und wie gesagt, also bei DSA 3, da waren Orks ja noch so ein bisschen Schwertfutter. Ja. Sie hatten da zwar mit der Orkland-Box schon ihre Kultur bekommen, aber sie waren jetzt keine so große kämpferische Herausforderung. Das hat sich in DSA 4 ja schlagartig geändert. Wenn man, also 30 Orks nach DSA 4 mit einer dreiköpfigen oder vierköpfigen Heldengruppe, wussten wir sofort, das können wir direkt knicken. Wir waren dann froh. Wobei ich auch das Gefühl, also ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass das mit dem Besäufnis irgendwie so vorgesehen ist im Ork-Lager. Ich hatte dann so leichte Vermutung, sollten wir die jetzt echt alle erschlagen gehen? Und der Spieler, der baut jetzt dieses Ork-Besäufnis nur ein, damit wir uns trauen? Da haben wir so ein bisschen auch diese Kommunikation zwischen Spielleiter und Spieler. Ja. Und Spieler, ist ganz klar. Ne? Und, aber natürlich, der Spielleiter sollte auch Gelegenheit bekommen, sich so ein bisschen auszuprobieren. Das ist, wie gesagt, es gibt Fallhöhen, was bei dem Abenteuer oder so Stolperfallen, wo ich auch nicht aus gutem Grund auch an den Stellen immer mit so Kästen gesetzt habe, um dem Spielleiter auch klar nochmal Dramatik einer Situation klar zu machen, sagen, was passiert, wenn du jetzt also hier failst oder die Gruppe irgendwie failt und so weiter, was kannst du machen sozusagen. Ja. Aber das sehe ich so, du weißt es eben nicht genau. Und gerade bei Anfängern, die das nicht so ganz klar ist, wie gefährlich ist ein Monster und sowas halt wie, da mag es auch den einen oder anderen die geben, der sagt, nee, wir legen es an. Wie hatten wir ja vorhin schon, im Regelwerk steht, man kann sie besiegen. Du kannst aber auch besiegt werden. So, davon abgesehen. Ja. Aber genau. Aber hier ging es tatsächlich mir vornehmlich darum, was halt Eindringen in ein gegnerisches Feldlager, Gefangenenbefreiung und so weiter. Und wie gesagt, der Kobold ist natürlich auch das nächste Wesen, was halt muss auch wieder typisch für DSA halt wie ist. Damit jeder man kennt Karabustel. Genau. Ja, also der Kobold gibt dann den Tipp mit dem Bergwerk und dann kann man sich dann natürlich an den Orks vorbeischleichen, um in diese Bergfestung hineinzukommen. Und da haben wir dann tatsächlich nochmal so ein Dungeon auch noch, das wir bisher noch nicht so richtig hatten. Natürlich der Magierturm von der Domaris, der ist natürlich auch schon irgendwie hat eine Map und so weiter. Aber hier haben wir halt eben ein echtes Dungeon, wo man auch Sachen herausfinden kann, was da eigentlich passiert ist. Und was ich da total cool fand, waren die Skelette. Denn da liegen halt überall Skelette rum und die haben so silberne Armreifen mit irgendwelchen magischen Glyphen drauf, die keiner von uns lesen konnte. Und bei jedem Skelett haben wir gedacht, ey, das steht gleich auf. Das ist bestimmt eine Falle hier für uns, weil wir waren eigentlich sicher, dass das irgendwie nekromantische Armreifen sein müssten. Aber war es ja gar nicht. Das waren ja alles nur so Sicherungen, um die Sklaven damals, also Algorithons Sklaven, das war Algorithons Werk, der da die Sklaven mit so also gefügig gemacht hat, mehr oder weniger, oder einer Flucht gehindert hat. Ja. Und dann kann man halt eben noch so ein bisschen klassisches Dungeon-Getier da mit einer Höhlenspinne über den Weg laufen. Mein Lieblingsmonster ever, die Höhlenspinne. Ich bin auch, also ich bin von Höhlenspinnen und Gruftasseln bin ich Riesenfreund. Absolut. Ich weiß noch, wie ich damals als Spieler damals den schwarzen Keiler gespielt hatte. So, und wir haben. Ach, das Bild von der Höhlenspinne im Keiler hat mich lange beschäftigt. Ja, weil wir sind rechts rumgelaufen und sind dann durch die Münzerei, was halt kommt, wo Münzen gegossen wurden. Und dann gucke ich mir irgendwann so als Spieler das Abenteuer nochmal an, als der Spielleiter das irgendwie so hinlegte. Gucke ich so um, dachte, wie, es gibt noch einen linken Weg? Und dann sah ich dieses Bild mit dieser Riesenspinne. Ja. Ich sag, Leute, das müssen wir nochmal spielen. Da gibt es noch einen zweiten Weg. Und ich fand Höhlenspinnen, also bis heute für mich mein absolutes Lieblingsmonster. Deswegen musste eine Höhlenspinne auftauchen. Und du hast ja auch einen sehr eleganten Kniff mit der Höhlenspinne eingebaut gehabt. Nämlich, da gibt es diesen Förderschacht, den man hochklettern kann. Und wenn man abstürzt, stürzt man nicht zu Tode, sondern man fällt ins Spinnennetz rein. Ja. Das gibt es übrigens noch in einem anderen DSA-Abenteuer. Ich weiß aber nicht, ob Humpy das zufällig ähnlich gebaut hat wie du oder ob er das als Inspiration genutzt hatte. Du was halt, aber es ist ja so, du musst immer bei solchen Sachen, also gerade wenn du kletterst und gerade Erstschufler und du guckst, was halt, schaffen die es überhaupt, was halt, du musst immer eine Absicherung einbauen. Du willst ja die Spieler nicht umbringen, automatisch. Ja. Ne? So, und so hast du was Cooles, was wo du mir denkst, oh Gott, okay, ich werde nicht sterben, aber es wird ein
Es wird ebenso fürchterlich. Ne? Also, zang, Leute, ich klebe hier unten fest. Ne? Scheiße. Auf jeden Fall kann man dann neben diesem ganzen Dungeon-Getier auch noch irgendwie so ein paar Aufzeichnungen finden von einem der Vorarbeiter oder so. Da hatten wir eben auch die Illusion eingeblendet, der nämlich gar nicht skelettiert ist, sondern quasi mumifiziert. Und da erfährt man dann von einem Geheimgang, der in die Festung nach oben führt, und kann dann letztendlich diese Festung infiltrieren, wo die Schurkin ihren Unterschlupf hat. Und da kommt jetzt hier wieder ein Kniff, mit Erwartung, bei dem man mit der Erwartungshaltung der Spieler so ein bisschen spielt. Also zumindest kam es mir so vor. Denn wir haben jetzt da unten haufenweise Skelette, wie gefunden, die sich nicht bewegt haben. Keins von denen war gefährlich. Und dann komme ich aus diesem Geheimgang raus und da stehen wieder Skelette. Ich sage, es sind nur Skelette, die tun schon nichts. Die sind nur hier da, um uns einzuschüchtern. Was passiert? Zack, die Skelette kommen auf dich zu und vermöppen dich erstmal. Genau, perfekt war beabsichtigt. Das ist immer wieder, was jetzt, in der Fantasy musst du damit rechnen, ob da eine Statue rumsteht oder ein Skelett oder wie auch immer. Die Leute haben immer Schiss, um was halt wie, dass es irgendwie mal funzt. Also ich habe irgendeine Privatkampagne, kommen die in so ein Grabmal rein, was so ein bisschen ägyptisch angemutet war, also irgendwo im Süden Aventuriens. Und da stehen, stell dir ein Grabmal vor, was halt wo ähnlich wie dieses chinesische Grabmal, unglaublich viele mumifizierte Krieger halt die stehen. Ich habe gesagt, 100. Und die Spieler gucken an, Scheiße, die wachen doch alle auf. Und was hat, und dann fangen sie an, was hat, ich mach die Mumien kaputt. Ah, alles klar, kein Problem, was halt, die erste Mumie, bam, bam, und weg, und was die zweite, krachen. Und dann, ich habe mit den anderen weitergespielt, und dann irgendwann so, was hat, ja, du hast jetzt mittlerweile, was hat, die achte, neunte Mumie, jetzt wird dein Arm so ein bisschen lahm, was halt, alles ist voller Staub und liegt alles rum. Ja, du machst weiter, und da habe ich ihm, glaube ich, so 25 Mumien umlegen, und da hat er gesagt, okay, hier passiert einfach nichts. So. Die Magier haben es geguckt, was halt. Sind sie magisch in irgendeiner Form? Und so weiter und so fort. Bisschen klar war, nee, die stehen hier wirklich nur rum. Und ich habe gesagt, ja, du musst dir gerade bei Mumien und Untote, musst dir richtig was einfallen lassen, um die Spieler, was halt die von hinten durchs Auge, was halt die zu kriegen. Und dann gehen die hinten durch, kommen die ganz zwischen die Abschlussgrabkammer, was halt die rein. Und dort lösen, holen, räumen, wie Schätze, was halt raus, kommen wir zurück und da lösen sie über die Falle aus. Und überall oben an der Decke geht plötzlich was halt Öffnungen wie auf und die werden mit so einem, diesem, Gott, wie heißt das, nicht Retro-Elixier oder es gibt irgend so ein Elixier bei DSA, und was halt ihr tropft auf diese Mumien, was halt drauf. Und jetzt legen sie los. Das heißt, die Spieler, was halt glaubt die ganze Zeit, die Mumien, wir haben ja schon ein Viertel von kaputt gemacht, was halt wie, okay Leute, wir sind alle nur Paranoiker, und was halt, magisch, alles abgeprüft, die sind einfach so tot gewesen, wie eine Mumie tot ist Ja, halt in die, und dann kommt dann plötzlich geht's zu diesem los. mystischen Trick, was halt wie, und hier war natürlich ein ähnliches Ding, was halt, ganz viele Skelette präsentieren, da ist nichts, dann kommen sie. Natürlich will man Skelette haben. Ja, Das ist ein schöne Idee. Abwehr und Skelette sind cool. Also, ne? Werde ich mir bei Gelegenheit mal gönnen, die Idee. So, und aber natürlich kommt man dann an den Skeletten irgendwie vorbei und kann dann halt den Arch-Villain Hideout sozusagen sich genauer angucken. Und da haben wir natürlich die alte Bibliothek, wir haben Labore, wir haben ein paar Chimären und kommen dann auch zum Finale, wo man sich letztendlich der Sintelfink und ihrem letzten verbliebenen Schergen stellen kann. Die anderen beiden hat man unterwegs irgendwie erledigt. Und da versucht sie ihren Masterplan umzusetzen, nämlich mit dem Licht des Malermals und dem Kristall vom Algorithon ein Tatzelwurmei zu bestrahlen, um daraus also eine ganz krasse Chimäre zu züchten. Und da kommt dann der Endkampf auf den Zinnen des Turmes von Algorithons alter Feste. Das große Finale. Ich erinnere mich noch, dass ich sie mit Wurfdolchen traktiert habe, aber ich glaube, ich habe dann öfter diese Krähen getroffen. Die sie da herbeigerufen hatte. Aber tatsächlich ist es uns gelungen, das Abenteuer dann als die Gewinner Ja, sehr abzuschließen. gut. Du sollst auch sein. Das weiß ich noch. Und ja, das war sehr, sehr schick. Und wir haben dann mit derselben Runde Spielleitung gewechselt und dann habe ich, weil der Balthusius, den findet man da im Kerker unten in der Bergfestung, da ist er ja hin entführt worden.
als Experte für Kristallomantie hatte die Sintelfinken ein paar Fragen an ihn, wie das mit diesem Kristall vom Algorithm funktioniert. Deswegen wurde er entführt und wir haben ihn dann als Auftraggeber benutzt, eben für das nächste Abenteuer Marmortränen. Solche Kontinuität ist natürlich immer sehr cool für so eine lebendige Welt wie Aventurien. Ja. Ja, war sehr schön. Ja. Und dir ist da ja gelungen, wir hatten das schon ein paar Mal das anklingen lassen, dass das Abenteuer eigentlich Anteil eines Stadtabenteuers zum Einstieg hat. Du hast auch erklärt, warum du das gerne so baust. Wir haben eine Überlandreise, wir haben mehrere magische Begegnungen mit dem Magierturm der Feenwelt und das eben im Finale. Überlandreise ist ja immer so, du hast am Anfang Stadt oder dieses Social-Ding, dann hast du im Prinzip Überland. Da können eigentlich alle Waldläufer-Typen, was halt die glänzen, der Elf, echte Waldläufer und so weiter und so fort. Und das Dungeon, da steht letzten Endes für so ein, das ist, taucht auch in vielen Abenteuern auf, wo du es nicht mal vermuten würdest, das kann der Dachboden sein, ein Keller, das echte Dungeon, das kann eine Ruine sein, das sind die typischen Bühnen, was halt die jeder Spieler wie cool findet und wo du alles quasi einbauen kannst. Ja. Genau. Muster rein, gerade in ein Einstiegsabenteuer. Spätestens da ist dann der Spielleiter auch echt glücklich, jetzt können sie nur noch nach links oder nach rechts gehen. Ja. So. Im Gegensatz vorher, wo sie ja überall wie hingehen könnten, wo es immer ganz deutlich an der Motivation was halt wie auch hängt und was halt auch die Spieler das tun und was halt, was sie wollen. Ja. Ja. Aber hier, Schluss sollte im Dungeon was sein, das war klar, ja. Ja, ich hatte das letztes Mal schon gesagt, ich kann den Chat hier gar nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wie aktiv ihr gerade zu Hause so seid. Ich kriege aus der Regie das Zeichen, dass ihr nicht so viel am Start da an Fragen oder sowas gepostet habt. Aber wir haben auf Facebook, als wir es angekündigt haben, den Stream heute nochmal, noch eine Frage gehabt, nämlich zum Setup des Abenteuers. Ja. Und dass es in gewisser Weise Staub und Sterne ähnelt mit der Entführung einer Person zum Zwecke eines bösartigen Rituals eines Magiers oder einer Magierin und man muss dann durch eine Mine, also eine Reise, eine Mine und dann der Schauplatz zum Finale am Turm. Nee, das war mir tatsächlich, als ich das geschrieben hatte, überhaupt nicht bewusst. Also das war wie auch, ich glaube, ich war ja schon zu dem Zeitpunkt ein ziemlicher Spezialist für G7, weil wir vorher gerade Rausch der Ewigkeit geschrieben hatten, da wirklich alles nochmal zusammengezurrt werden mussten. Aber ausgerechnet dieses Prolog-Abenteuer, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ja. Das ist, ich weiß nicht, was unterbewusst gelaufen ist, keine Ahnung, aber hier erschien es mir logisch, was hat eine Mine wie draus zu machen, um die Spieler wie durchzuführen, dass da die Parallelen gibt, oder oh Gott, ich sag mal, sowas passiert in der Fantasy, passiert eigentlich in jedem Genre immer wieder. Das war, nee, da habe ich mir einfach nichts bei gedacht, was halt wie, ja, wenn man es jetzt so sieht, ja, irgendwo ist da eine Parallele. Eigentlich immer, sobald ein Bergwerk auftaucht, weil das Bergwerk ja meistens noch zu irgendeinem weiteren Platz geführt, das heißt, du musst da durchgehen oder rauf oder runter oder was im Dreh. Auch der Keiler hat ein Bergwerk. Ja, siehst du mal, da schon, ne? Dann sind die Parallelen schon viel früher gesetzt gewesen, ja. Ja. Ja, aber, ja, ansonsten sind wir mit dem Abenteuer am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns Einblicke in dein Schaffen damals gewährt hast und dass du Rede und Antwort standest und heute Abend mit dabei warst. Ich hoffe, ihr zu Hause fandet das ähnlich unterhaltsam wie ich. Für mich war das nämlich auch ein sehr schöner Abend hier mit Tom. Also schönen Dank, dass du dabei warst. Schönen Dank an euch zu Hause, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in 2 Wochen auch schon wieder, am 2. Dezember. Dann ist Steff auch hoffentlich wieder mit dabei. Und wir werden über ein Abenteuer sprechen, das heute auch schon mal vom Titel her erwähnt wurde, nämlich Effadors Fluch von Florian Donschaun. Wir haben dann natürlich auch wieder Gäste mit dabei, unter anderem Alex Spohr, der das Abenteuer von Florian vor geraumer Zeit mal für die Spielbox, also eine Spielezeitschrift, wo es eher um Brettspiele geht, überarbeitet hat, als wir eine Koop mit der Spielbox hatten. Und da werfen wir wieder einen Blick auf das Abenteuer. Ansonsten, Tom, hast du noch was zum Abschluss? Ja, ach Gott. Nö, eigentlich erstmal nicht. Was halt? Nö, eigentlich nicht. Was? Ich muss ja Fragen beantworten. Wenn wir im Chat akut keine Frage haben,
Haben wir doch. Die Frage ist, ob ja. Tom mal wieder Abenteuer schreibt. Ich glaube, Tom ist als Autor hauptsächlich jetzt im Romanbereich beschäftigt. Schreibt vermutlich viel für seine private Runde. Erzähl mal selbst. Ja, tatsächlich, was halt, ich schreibe immer, ich habe bis vor Corona und was halt eigentlich immer noch meine wöchentliche Runde halt gehabt. Was halt, ich sag mal so, ich schließe gar nichts aus. Was halt, also es kann durchaus irgendwann mal wieder kommen, auch gerade jetzt, wo wir uns heute ja auch irgendwie schon jetzt seit ein paar Jahren kennen. Die Umstände haben sich damit ja auch ein bisschen geändert, was halt, ist ja auch bekannt, was halt, was wir jetzt, damals die alte Redaktion jetzt nicht gerade im Guten, was halt wie gegangen ist, was halt so, aber doch, ich kann mir sowas auch, ganz grundsätzlich auf jeden Fall vorstellen. Es gibt auch durchaus Pläne, die wieder in Richtung DSA, was halt wie gehen, du weißt davon, was halt wie mal gucken, was da in den nächsten Jahren ist. Was halt wie, aber wie gesagt, ich schließe es nicht grundsätzlich aus, was halt, und für mich, das darf ich auch vergessen, was halt DSA hat mein Leben ganz maßgeblich geprägt, das werde ich nicht vergessen. Ja? Und Bock auf sowas habe ich immer, klar. Wenn die Zeit dafür da ist, natürlich. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage umfassend. Ja. Haben wir noch was? Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute damit am Ende unserer Sendung angekommen. Genau. Dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schon mal ein schönes Wochenende. Tom, bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ciao, macht's gut. Tschüss.